So, dann legen wir mal los. Wenn OBS denn möchte. So, das sollte es jetzt sein. So, dann legen wir los. Ich wünsche euch einen wunderschönen Karfreitag. Ihr müsst mir mal sagen, wie das mit den Einstellungen ist, ob das alles so in Ordnung ist, weil ich jetzt mit einem neuen Programm streame. Und irgendwie will mein Spiel gerade nicht so. Es leckt ein bisschen. Hi Stefan. So, ich hoffe, es erholt sich jetzt gleich alles mal. Ich weiß nicht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Nee, die Quest will ich definitiv noch nicht machen. Das ist das Problem mit den Wölfen. Wir werden jetzt erstmal hier runtergehen und das Gebiet erkunden gehen. Dafür, ach, das Stückchen laufen wir. Das kleine Stückchen können wir laufen. Ach, hi, Soika. So, ich hoffe, bei euch ist es. Ruckelt es nicht allzu schlimm. Bei mir ruckelt es gerade extrem im Spiel. Wenn es allzu schlimm ist, müsst ihr das sagen. Dann gucke ich mir nachher ganz in Ruhe nochmal die Einstellung an. Und dann wird halt morgen länger gestreamt. Ich muss mich gerade ein bisschen umgewöhnen. Ich habe den ganzen Tag Enderal gespielt. Ach, warum laufe ich denn hier lang? Guck, das geht schon los. Ich verlaufe mich. Und dabei kenne ich doch Dragon Age Inquisition mittlerweile zu Genüge. So, ich gucke einmal auf die Map. Jetzt bin ich richtig. Ja, wir werden heute noch so ein bisschen die Hinterlande abgrasen. Und dann mal schauen, was der Abend noch so bringt. Ruckelt nicht besonders. Okay. Also ich wollte eigentlich, aber das wollte er mir nicht erlauben, über meine Grafikkarte das laufen lassen, also den Grafikkartenencoder nehmen. Aber das wollte er im Stream nicht. Heute in der Aufnahme hat alles geklappt, aber im Stream wollte er das nicht. Leise. Okay, dann muss ich einmal. Ich gehe nochmal auf den Pausebildschirm. Ich muss mich dann einmal in meine Systemsteuerung rein. Weil ich mein Mikro ein bisschen runtergedreht habe. Weil es mir zu doll gerauscht hat. Aber wenn es zu leise ist, dann muss ich es wieder höher stellen. So, ich hoffe, es ist jetzt besser, Soika.
Wir testen jetzt alles einmal durch und ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Was ist denn gerade mit mir los? Könnt ihr mir das sagen? Ich bin hier komplett verwirrt und unvorbereitet. Ich weiß, ich habe eine Elfenwurzel übersehen, falls ihr das gleich sagen wollt. Soll ich auch den Spielesound noch mal ein bisschen lauter machen? Oder, oh, was leckt das denn hier gerade so doll? Also wenn das gleich noch schlimmer wird hier bei mir selbst, muss ich einmal kurz da was umstellen. Jetzt habe ich gerade einen ganz großen Lag. Darf ich jetzt wieder? Ich muss einmal kurz was gucken, nicht erschrecken. Okay, wir versuchen es jetzt einfach mal weiterhin. Was benötigt ihr? Vielleicht beruhigt sich ja mein Computer auch. Ach, Twitch hat auch was mit meinem Bild gemacht. Auch interessant. So, jetzt geht's da lang. Also meckert bitte jetzt wirklich an allem herum, weil nur so kann ich es jetzt heute ändern. Ich meckere ja gerade selbst die ganze Zeit rum. Aber. Ja, zumindest kriege ich so langsam meine Orientierung wieder. Bulle, du stehst mir im Weg, mein Guter. Aber jetzt läuft wieder alles. So, jetzt haben wir hier endlich mal was gefunden. Jetzt ordnet alles. Okay. Wir haben Skizze von Kaelin Hutts Brückenkopf gefunden. Das ist eine Schatzkarte. Also ich streame immer noch in einer sehr niedrigen Rate, weil meine Leitung nicht mehr hergibt. Aber ansonsten hoffe ich mal, dass jetzt alles so langsam flüssig wird. So, bevor wir das Astrarium machen. Ach, ich lese euch den Text vor. Ich habe heute schon so viel vorgelesen, da kann ich auch den Text noch vorlesen. Also, Astrarien. Bezüglich eurer Anfrage hinsichtlich der sogenannten Astrarien sind wir der Überzeugung, dass es sich bei ihnen um Relikte eines Kultes aus der präandrastischen Epoche des Reiches von Tevinter handelt. Nun,
Was würde man in einer Gesellschaft, die die alten Götter anbetete, als Kult bezeichnen? Eine Gruppe von Magistern, die an die Zerschlagung des Magisteriums glaubte, jenes herrschenden Organs des Reiches, das festlegt, welche Magier den Titel eines Magisters erhalten und welche nicht. Die Mitglieder dieser Gruppe strebten die Rückkehr zu einer früheren Ordnung an, in der die Träumer herrschten, und es gibt Belege dafür, dass sie ganz die Winter aktiv waren, wenn auch hauptsächlich in den Grenzgebieten. Dort haben sie ihre Geheimnisse sowie ihre Schätze sicher verwahrt und womöglich auch geheime Treffpunkte eingerichtet, obwohl wir uns dessen nicht sicher sein können, zu denen allein das Wissen um alte Astronomie Zugang gewährte. Eine Kunst, die, soweit wir wissen, in späteren Epochen Tierwinters zunehmend außer Mode kam. Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass jeder der Astrarien den Standort eines geheimen Lagers preisgeben konnte, sofern man wusste, welche drei Sternbilder der dortigen Vorrichtung zugeordnet waren. Wurde die ihnen inwohnende Magie in der richtigen Anordnung verbunden, wurde der Standort enthüllt. In früheren göttlichen Zeitaltern machten sich viele Andraste-Kulte, insbesondere der Orden der flammenden Verheißung, auf die Suche nach diesen Relikten und zerstörten nicht wenige von ihnen. Warum? Weil sie glaubten, die Astrarien würden den Schleier zusammenhalten, sodass durch ihre Zerstörung der Schleier und somit auch die Welt vernichtet würden. Es ist wie bei allen Kulten, die wahren Gründe für ihre Taten sind für moderne Denker nur äußerst schwer nachvollziehbar. Aus einem Brief von Magister Pelidanus, Oberhaupt des Korealorden, 5. Zeitalter, ach nee, keine Ahnung, die Zeitrechnung habe ich gerade nicht mehr so drauf. So, dann machen wir das Astrarium hier einmal. Das war ein relativ einfaches. Das Sternbild lese ich jetzt nicht vor. Damit haben wir das zweite schon gefunden. Und brauchen nur noch das dritte. Dann werden wir hoffentlich dieses Lager, das da beschrieben wurde, finden. So, ich gucke einmal ins Questlog. Nagender Hunger haben wir auch noch. Die aktivieren wir mal. Und dann sehen wir, dass wir hier Widder jagen dürfen. Also werden wir jetzt auf Widderjagd gehen. Na, da ist er festgebackt. Mit der Dingskette kriege ich ihn nicht zu fassen. Ich werde jetzt mal Sarah nehmen, spielen, kurz, um die Widder einmal zu jagen. Das ist mit dem Bogenschützen einfach leichter. Auf nimmer Wiedersehen! Weil wenn ich jetzt den Widder hinterher renne, streamen wir noch morgen. Und das kann ich bei aller Liebe nicht. Ich bin nämlich schon jetzt ziemlich müde. Jetzt verreckst du! Ja, aber mit der Kette wäre es kreativer, Saika. Aber es hat ja leider nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Also muss ich jetzt doch auf die klassische Methode wechseln.
So ein bisschen tut es mir ja leid, dass ich hier die ganzen wieder töten muss. Aber es ist ja eigentlich ein Nutzvieh in dem Sinne. Na, wir haben erst 6. Ich dachte, wir hätten schon mehr wieder Fleisch gefunden. Vivien hat nur Blitz, aber mit Blitz kriegt man das auch hin. Ach nee, wir wollten ja Server spielen. So. Mit Blitz kann man auch ein bisschen grillen. Wir brauchen mehr Widder. Widderchen, wo bist du denn? Ich glaube, sie hat einen Eisstab, die Vivien. Es gibt hier nirgends auch nur den Hauch von Zivilisation. Das heißt, es wird schockgefrostet. Also das Widderfleisch wird schockgefrostet abgegeben. Ist auch gut. Ist es länger haltbar. So, noch 2 Widder und dann haben wir diese Quest auch endlich erledigt. So, läuft hier noch ein Widder rum oder müssen wir uns weiter bewegen? Nicht, dass wir hier die ganze Gegend ausgewildert haben nachher. Ausgewildert. Ihr wisst, was ich meine. So, damit haben wir das letzte Widderfleisch. Und wir können wieder unsere Atashi spielen. Ja, es hat sich jetzt ausgewittert, das stimmt. Also ich habe heute schon gefühlt den ganzen Tag gelabert. Deswegen bin ich gerade vielleicht ein bisschen kreativlos. Unkreativ, was ich sagen soll. Und ein bisschen matschig. Es tut mir auch ein bisschen leid. Ich wollte den Stream jetzt nicht ausfallen lassen, nur weil ich ein bisschen matschig im Kopf bin. Schätzchen, wie findet ihr nur immer all diese bezaubernden Orte, die wir erkunden können? Das müssen die Vorratslager sein, nach denen wir für Whittle suchen sollten. So, wir speisen hier alles ab, wollte ich gerade sagen. Wir fangen an, alles abzuklappern. Brief gefunden bei einem toten Zwerg. Ihr müsst eine Höhle oben in den Hügeln am Weg zwischen Redcliffe und Haven besuchen, falls ihr an den Magiern und Templern vorbeikommt. Es lohnt sich, die purste Ader, die ich je so weit an der Oberfläche gesehen habe. Ach,
Genau, ich werde am Ende des Streams ein bisschen schmieden gehen. Wer sich das angucken möchte, darf gerne dranbleiben, wollte ich gerade fast sagen. Also darf weiterhin gerne zuschauen. Alle anderen würde ich dann vorher verabschieden und würde dann nur ein bisschen vor mich hinschmieden. Das wird jetzt keine große Sache, aber so, dass ich gucken kann, dass ich ein paar Sachen, ein paar Waffen, ein paar Rüstung verbessert bekomme. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich es jetzt ans Ende eines Streams packe. So, wir haben eine Leiche gefunden. Brief gefunden bei einer Adligen. Werte Lady Velina, mir ist bewusst, dass ihr Angst habt, aber das Licht am Himmel sollte euch nicht schrecken. Es ist das Auge des Erbauers, der endlich zurückkehrt, um die Gläubigen zur goldenen Stadt zu führen. Verlasst die Diener eures Vaters und kommt herauf in die Hügel, weg von dem sinnlosen Kampf zwischen Templern und Magier. Dann stelle ich euch Verkünderin Anais vor. Sie wird alles erklären und wir können gemeinsam glücklich werden, während wir darauf warten, dass alles auf der Welt wieder in Ordnung kommt. In liebender Erwartung, Lord Biron. Ihr habt jetzt nicht nur im Bild Lags, ihr habt auch Lags beim Vorlesen, weil mein Gehirn das einfach nicht mehr auf die Reihe kommt, gleichzeitig zu lesen und das auszusprechen, was da steht. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich versuche mich jetzt auch ein bisschen mehr zu konzentrieren und nicht mehr so ganz unkonzentriert hier durch die Gegend zu rennen. So, ich versuche jetzt mal nicht hier runterzufallen, sondern wieder zurückzugehen. Aber eigentlich, wenn ich typisch ich gewesen wäre, wäre ich da locker runtergefallen. Oh, hier ist ein Durchgang. Aber hier ist nichts Cooles. Nur eine kalte Feuerstelle. Dann hole ich mir schnell noch die Elfenwurzel. Nee, Solka, ich versuche auch meine Stotterer bis dahin aufzuheben. Aber ich glaube, jetzt hat sich das gerade mit dem ganzen Geläge gefangen. Ein wenig. Dieser Riss hier ist total mies, weil die Gegner an total bescheuerten Orten spawnen. So, liebe Vivien, du kannst jetzt einmal bannen. Und zwar bitte den da hinten. Der nervt mich. Oder haben wir noch irgendeinen oben? Wobei der da oben ist auch doof. Nee, du bannst mal lieber den da. So. Okay, da war ich zu langsam. Hallo Maus! Oh, wie schön, dass du da bist. Ja, die Maus stottert heute. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht nur eine hohe CPU-Auslastung, sondern auch mein Gehirn ist zu hoch ausgelastet oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft das da nicht so ganz flüssig mehr.
Und wenn euch die Sammlerei zu anstrengend wird, sagt Bescheid. Dann werde ich offscreen sammeln gehen. Und nicht jetzt hier im Stream, sondern wird dann gezielter irgendwo hinlaufen. Wir haben hier ein Lager der roten Jenny. Das. Oh, das ist einiges wert. Da freut sich die gute Jenny immer drüber, wollte ich gerade sagen, die Sarah. Und ist im Prinzip so ihre persönliche Sammelquest. Osaka, da warst du aber sehr kurz weg. So, die nächste Sehenswürdigkeit. Maus, willst du eigentlich der ihr auch nochmal spielen? So, jetzt kommt wieder der Stotterbrief. Brief gefunden bei einer Leiche. Bruder, ich bin aus dem Zirkel geflohen, aber ich will mit dieser wahnsinnigen Rebellion nichts zu tun haben. Die Templer und meine Brüder sind beide verrückt geworden und ihr Krieg hat buchstäblich den Himmel zerrissen. Einige der anderen Isolationisten haben die Flucht vorgeschlagen und ich werde ihrem Beispiel folgen. Ich habe dich zu lange nicht gesehen und es kann in Haven nicht sicher sein. Wenn du es an den Banditen und Dämonen vorbeischaffst, findest du mich in Großmutters altem Haus, nordwestlich der Kreuzung. Mit deiner Klinge und meinem Stab können wir die Sache gemeinsam überstehen. Das ist die eine Hütte im Hexenwald, wo wir einen Schlüssel für brauchten. Und jetzt haben wir diesen Schlüssel. Entschuldigung, da habe ich gerade im Chat gelesen. Den Schlüssel haben wir jetzt und dann können wir dann, wenn wir irgendwann mal zurückgehen, dort die Quest weiterverfolgen. Ihr seid ja süß. Ihr müsst nicht so lieb zu mir sein. So, noch eine Leiche. Also hier liegen gerade nur Leichen rum. Sieht auch wie ein Magier aus. So, ich glaube, es hat sich gerade so langsam ein bisschen gelegt. Ich bin gerade ein bisschen beruhigt, dass das alles doch jetzt langsam flüssig klappt. Was sind das denn für komische Geräusche gewesen? So, wir finden so viele Bögen hier. Wir werden jetzt einmal die Barriere zerstören, aber nicht mit uns, sondern mit Vivien. Aber es ist total schlau, einen Eisstab gerade mitzuhaben. Naja. Wir kriegen es auch mit dem Eisstab hin. Ist nicht, Eis mit Eis zu bekämpfen, ist mich total schlau. Das ist nach dem letzten Stream passiert, Zolka. Da habe ich dich einfach mal still und heimlich zum Moderator ernannt. Nicht, dass du dein Schwert noch vermisst. Ja, ich denke, du wirst hier nicht allzu viel zu tun haben. Oh. Wieso ist der Magier denn so schnell down gegangen? Okay. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Ich war so auf die beiden Schatten fixiert. Okay, ich glaube, ich bin so langsam wieder im Dragon Age-Universum angekommen. Meine Verwirrtheit sollte sich so langsam legen. Aber hier ist doch gar kein Jesper-Maus. Weitere Vorräte für Rekrut Whittle. Nachher wird Jesper noch eifersüchtig.
Musst du Sokka fragen, ob er was zu tun haben will. So, die Adalas-Quest ist abgeschlossen. Da sollten wir hier zu dieser Höhle gehen. Und wir finden einmal eine Verbesserung für die Bianca Armbrust. So ist es richtig. Wir zerstören hier noch das rote Lyrium, damit wir Variks Zustimmung bekommen. Und dann haben wir in dieser Höhle auch schon wieder alles erledigt. Ja, ich habe gesehen, dass du Origin gespielt hast. Nee, Origins war richtig. Oh Gott. Okay, meine Verwirrtheit ist doch noch nicht weg. Es tut mir echt leid. Hast du alleine für dich gespielt oder hast du mit deinen Freundinnen gespielt? Maus. Ja, ich werde einmal kurz was machen. Damit. So. Und wir sehen hier Flüchtlinge, die sich wieder niedergelassen haben. Ich muss schon sagen, Viv, ihr wisst mit eurem Stab umzugehen. Ihr werdet mich mit Verzauberin Vivienne, mit Hofmagierin des Reichs von Orlais oder mit Madame de Fer ansprechen. Nicht mit Viv. Oh, natürlich, my lady. Tut mir leid, my lady. Ja. My Lady ist ebenfalls annehmbar. Schön. Sind die Dialoge zu laut? Also mir sind sie gerade auf dem Ohr ein bisschen zu laut. Ich habe das Gefühl, ich muss dagegen anschreien. Aber wenn ihr sagt, das ist so ansonsten in Ordnung, lasse ich sie natürlich so laut. Achso, welche Story hast du denn angefangen? Also welchen... Welche Anfangsgeschichte? Die Dialoge sind fast zu leise. Okay. Dann werde ich einmal kurz was bei OBS einstellen. Nicht wundern, wenn ihr gerade nichts hört. Hi, Max. Den Zirkelmagier. So. Und dann nochmal hier was einstellen. Ich bin ein bisschen zu leise. Ich kann mich aber nicht mehr lauter stellen. Also zumindest weiß ich das jetzt nicht spontan, wie es noch lauter gehen soll. Ich kann versuchen, ein bisschen lauter zu reden. Also ich habe jetzt ein paar Einstellungen gemacht. Ich hoffe, es ist für euch jetzt so in Ordnung. Sonst meckert weiter rum. Da versuche ich, mein Möglichstes zu tun. Aber wenn das so etwas komplexere Einstellungen sind, dann würde ich die gerne nach dem Stream machen. Also wenn ich jetzt so in die Systemsteuerung muss oder so, ist das nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt in OBS da rein muss, geht das nicht während des Streams. Deswegen versuche ich, solche Sachen natürlich zu vermeiden. Jetzt ist besser? Okay. Ich rede einfach lauter. Ich brülle jetzt einfach in mein Mikrofon und flüster nicht mehr in mein Mikrofon. Ich dachte, ich hatte gehofft, als die Göttliche das Konklave einberief, aber das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Was, wenn wir kein Dorf finden, das uns aufnimmt? So. Ach, da sind noch ein paar Elfenwurzel. Da drüben war ja auch noch eine.
Ach, diese Kletterei in Dings ist ein bisschen anstrengend. Na, die Elfenwurzel will wohl nicht. Ja, wir sind total tolle Bergziegen, das stimmt. So, da haben wir auch schon 3 von 5 Lager gefunden. Whittle kann sie sicher gut gebrauchen. Ja, Bulle, das denke ich auch. Aber quatsch mir nicht immer rein, wenn ich was sagen will. Das mag ich gar nicht. Also schlagen wir unser Lager auf oder gehen wir weiter? Wir schlagen natürlich unser Lager auf. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ach Mensch. Heute habe ich es nicht so mit dem Springen und Hochkommen. Warte, dann versuche ich es halt von der anderen Seite. Sarah, geh mal aus dem Weg, bitte. So, die Bergziege war wieder am Start. Hallo Lama. So, haben wir. Wir müssen ein paar Getränke einmal auffrischen. Da war ich zu schnell. Gut. Und ich würde vorschlagen, wir wechseln einmal die Gruppe wieder. Und nehmen wieder ein paar andere Leute mit. Wir werden jetzt mal den Varric wieder mitnehmen. Den Bullen lassen wir ruhig. Und wir nehmen Solas mit. Als Magier. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Schlenker gemacht. Weil ich zu dieser Person da vorne will, zu diesem Ausrufezeichen. Damit ich nicht gleich dauernd hin und her rennen muss. Entschuldigt bitte, habt ihr vielleicht noch eine andere Späherin der Inquisition gesehen? Eine Elfin namens Ritz? Eine Späherin wird vermisst. Ach, ich brauche ja hier gar nicht vorlesen. Sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet? Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst. Ja, dann mal guten Appetit gleich, Maus. Wir unterhalten uns später. Wenn du dein Essen hast, dann lass es dir schmecken. So, wenn die beiden hier schon anwesend sind, dann muss ich Lama und Stefan einmal ganz doll Danke sagen, dass sie überhaupt möglich gemacht haben, dass ich hier streamen und aufnehmen kann. Also nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch beide. Hat es gerade bei mir im Spiel ganz doll geleckt. Doch, Lama, du hast was gemacht.
Daran halte ich fest. Ja, ein Bier lohnt sich immer, Maus. Ich trinke nachher auch eins, wenn ich endlich alles geschafft habe. Und nach diesem etwas nervenaufreibenden Tag für mich endlich meinen Computer in Ruhe lassen kann. Ich glaube, mein Computer freut sich dann auch mal, wenn er mal nichts machen muss heute. Aber ich wollte jetzt nicht alkoholisiert streamen. Dann wird das mit dem Sprechen mich noch schwieriger. So, hier hinten ist noch ein Riss. Steht unser Magier günstig genug, dass er zwei Risse. Bannen kann. Das sieht doch gut aus. Erstmal wieder ein bisschen Block aufbauen. Die Schatten prügeln die doch ganz schön gut schnell wieder runter. Bulle in Schem kannst du nicht mit einer Kette anziehen. Wir wieder einen Riss geschlossen. Ach, so langsam klappern wir doch einiges ab, muss ich sagen. Hier ist wieder ein Ausgang. Ein Ausgang aus den Hinterlanden. Das klingt komisch. Ein Gebietsübergang zur Weltkarte. Das ist es eher. Und dann werden wir uns jetzt endlich mal da nach oben begeben und gucken, was da noch so alles los ist. Ach, da ist noch eine Kiste. Nehmen wir noch mit. Hier ist noch Embryum. Oh nein, Varric, ich bin dir fast auf den Kopf gesprungen. Es tut mir leid. Weitere Vorräte für Rekrut Whittle. Es wäre voll diskriminierend, wenn ich als Kunari einem Zwerg auf den Kopf rumspringen würde. Desertierte Templer! Hier muss... Ja, hier muss irgendwas sein. Das war mal deutlich. Hört ihr das? Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Ja, ist doch schon alles geregelt, Bulle. Braucht ihr irgendetwas? Ich sollte mich vielleicht langsam mal zurückmelden. So, hier haben wir die Suchfunktion. Dann schauen wir mal. Das ist eine Magierin. Ja, Eldreda. Ich glaube, so hieß sie. Zumindest habe ich gehört, wie sie von anderen Abtrünnigen so genannt wurde. Okay.
sieht aus, als hätte hier jemand ein Picknick veranstaltet. Ja, die Magierin hat vermutlich versucht, Blutmagie zu wirken. Die Templer haben die Abtrünnige angegriffen. Ich schätze, ich bin einfach nur zwischen die Fronten geraten. Also, die Wahrheit. Ich habe mir mit Edredda vielleicht ein wenig, die Zeit vertrieben. Die Templer haben euch also bei einem sehr freundschaftlichen Picknick gestört? Wir haben... Ja, am Anfang war sie nur eine Magierin, die mich sah und nicht gleich angriff. Dann jedoch wurden wir... Also, werdet ihr mich melden? So, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, ob wir sie melden. Wir gehen auf Besonderes. Entweder wir sagen, wir klären das selbst oder wir lassen es Verrick klären. Und da wir ja seine Zustimmung brauchen, machen wir das auf jeden Fall mit über ihn. Hör zu, Kleine. Wenn ihr es schafft, inmitten eines Krieges eine Abtrünnige aus ihren Hosen zu quatschen, habt ihr eine Gabe. Also nutzt sie auch. Knüpft Kontakte, sammelt Informationen und helft der Inquisition. Tut das für uns und unsere Lippen sind versiegelt. Ja, in Ordnung. Das kann ich machen und danke für eure Nachsicht. Ich muss sagen, die Kunari-Rüstung sieht bei Kunari eigentlich gar nicht so schlecht aus. Bei Menschen sieht sie total affig aus und es wird schlimmer, wenn man es einem Zwerg oder einem Elfen anzieht. So, Maus, jetzt sag ich es nochmal, lass es dir schmecken. Ja, auf jeden Fall. Ich find, Varric hat auch immer echt geile Sprüche. Es hat gebimmelt. Da. Ich hoffe, man hört es nicht, aber mein Hals ist ein bisschen angeschlagen. Wenn ich irgendwann ganz viel Schmirgelpapier klingen sollte, tut es mir leid. Jetzt haben wir wieder was zum Lesen. Jetzt kommt wieder der Stottermodus. Brief gefunden bei einem toten Templer. Elendra, ich weiß nicht, ob diese Zeilen dich erreichen, aber was sollte ich sonst tun, als mit der letzten Kraft meiner zitternden Hände dir zu schreiben? Ob es nun die Magie dieser verfluchten Bresche ist oder ob der Erbauer mich für den Bruch meines Gelübds bestraft. Jedenfalls ist das Ende nah. Die Schrecken sind öfter an meiner Seite als abwesend. Ich bin hierher gekommen, um bei diesen Gläubigen etwas Frieden zu finden. Aber ihre Gemeinplätze spenden keinen Trost. Falls mein Geist den Dämon, der meiner eigenen Finsternis anheimfällt, fürchte ich, dass sogar ein geschwächter Templer noch zu viel Schaden anrichten würde. Ich habe einige bittere Kräuter zu mir genommen. Es wird bald vorbei sein. Ich wünschte, meine Schwäche hätte mich nicht davon abgehalten, dich zu treffen. Aufgrund deines Phylakterions wusste ich zwar, wo du bist, aber der Wahnsinn deiner und meiner Seite war eine zu große Kluft. Möge der Erbauer dich retten. Pass auf dich auf. Du brauchst keinen Zirkel, wenn du ihn in dir trägst. In Liebe, Matrin. So, Phylakterien lese ich jetzt nicht vor. Das ist nämlich auch wieder ein etwas längerer Codex-Eintrag. Nur als Hintergrundwissen. Und kein questbezogener Codex-Eintrag. Und wer ein paar BioWare-Spiele kennt, weiß, dass die sehr gerne Codex-Einträge haben.
So, da ist die Verkünderin, mit der quatschen wir mal. Man nennt euch den Herold Andrastes, aufgrund dessen, was ihr in Haven getan habt. Aber seid ihr das auch? Der Erbauer hat es mir nicht gesagt. Nein, ach, ich will schon wieder vorlesen, es tut mir leid. Ich bin nicht der Herold Andrastes. Genau wie ich es vermutet hatte. Die Geschichten, ihr würdet die Risse beherrschen, sind nichts anderes als blinde Ketzerei. Nein, ich kann die Risse schließen. Dann beweist es. Zeigt mir, dass sich die Risse eurem Willen beugen. Dem Willen des Erbauers. Zeigt mir, über welche Macht ihr verfügt. Dieser Kult. Was macht ihr hier draußen? Was wird eurer Meinung nach geschehen? Die Kirche ist gefallen und hat dadurch ihre Unvollkommenheit offenbart. Der Gesang des Lichts war eine Lüge. Es war überheblich zu glauben, sterbliche Lippen könnten den Willen des Erbauers in Worte fassen. Also warten wir in Stille. Der Erbauer hat den Himmel geöffnet. Schon bald wird er seine Auserwählten zurück in die goldene Stadt rufen. Auf ein andermal. Möge euch der Erbauer wieder zu uns führen. So, wir müssen uns beweisen und den Riss schließen. Das werden wir natürlich auch sofort machen. Oh, fassen wir überhaupt durch? Ja. Als großer Mensch. Da ist so ein riesiges, irres Licht am Himmel, das Dämonen ausscheißt. Lasst es uns anbeten. Ja, das ergibt Sinn. Ja, Bulle. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Er quatscht mir immer dazwischen. Ich glaube, wir müssen noch mal mit ihm reden, dass das so nicht weitergeht. Also, wir werden uns jetzt unter Beweis stellen und diesen Riss schließen. Solus, du darfst jetzt einmal diese beiden Risse, ja, die beiden bannen und dann brauchen wir uns nur noch um einen kümmern und stehen hier schon ganz richtig. Ja, die Frau ist ein bisschen unsympathisch. Huch, da hat mich das kaputt gerissen. So, die Kiste. Ich muss mal gucken, wie voll unser Inventar ist. Ah, das wird so langsam knapp. Ich sehe auch gerade aufblinken, dass unsere Begleiter einen Stufenaufstieg haben. Wir gucken uns hier noch einmal um und dann gehen wir einmal in Haven verkaufen. Ganz schnell. Und dann können wir weiter die Hinterlande erkunden. Eure Mutter und eure Schwestern werden euch schrecklich vermissen. Ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass das Inventar gerade sehr knapp werden könnte. Oh, jetzt hängen wir hier an dem Fackelhalter fest und an den NPCs und überall. Varric, habt ihr das gesehen? Varric hat mich weggeschoben. Das war wahrscheinlich die Rache dafür, dass ich ihn auf den Kopf gesprungen bin. So, hier ist dieser Lord Biron. Entschuldigt bitte. Seid ihr auf eurem Weg hierher zufällig einer jungen Adligen mit blondem Haar und hellgrünen Augen begegnet? Lady Velina sollte hier sein. Wir müssen zusammen sein, wenn der Erbauer erscheint. Ich habe am Fuße des Hügels den Leichnam einer jungen Frau gefunden. Sie hatte einen Brief bei sich. Dieser Brief? Velina ist tot? Aber wir waren dafür bestimmt, zusammen zu sein. Der Erbauer würde uns nicht voneinander trennen. Was soll ich jetzt nur machen? Er ist voll klein. Ich bin das nicht gewohnt, dass ich mal größer bin als irgendwer. Oh nein, ich hab's falsch gemacht. Egal. Um sie zu beschützen. Geht wieder nach Hause zu jenen, die ihr noch beschützen könnt.
Ihr habt recht. Ich werde gehen. Dieser Ort. Selbst wenn alles wahr sein sollte, wird es doch nicht genügen. Nicht ohne sie. Ich werde nach Hause zurückkehren, um die Meinen zu beschützen. Habt Dank. Eure Worte haben mir die Augen geöffnet. Ich wollte eigentlich die andere Option nehmen. Aber da war ich so unkonzentriert und habe einfach das Falsche angeklickt. Aber ist ja nicht so schlimm, wir sind ein bisschen der Grumpy Inquisitor. Das ist jetzt noch kein Weltuntergang. Wieder ein Getränk gefunden. Ja, das haben wir nicht einfach so gesagt, dass ich die Risse schließen kann. Das kann ich wirklich. Na, kommen wir jetzt endlich hier rein? Sprechen wir nochmal mit Verkünderin Anne. Bei den Tränen des Erbauers. Was war ich für eine Närrin, an euch zu zweifeln? Wie können wir euch dienen, Herold Andrastes? Da steht er noch, weil der I ein bisschen langsam ist. Oder manchmal ein bisschen zu spät merkt, dass man eine Quest beendet hat. Wir wollen, dass sie die Inquisition bekannt macht. Lass die Gläubigen die Kunde von der Inquisition verbreiten. Wie ihr wünscht, Herold Andrastes. Einige wenige werden hierbleiben. Der Rest wird aufbrechen und euren Willen erfüllen. Vergesst nicht, dass wir euch gedient haben, wenn euch der Erbauer zu eurer großen Bestimmung ruft. So, da ist noch eine Sehenswürdigkeit, die nehmen wir mit. Ihr spürt in diesen Zeichen am Himmel also nicht das Wirken des Erbauers? Ich weiß nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass sich die Magier und Templer gegenseitig... Hier sind wir in Lornans Exil. Also, so heißt die Festung. War jetzt auch nichts Spannendes, was ich vorlesen muss unbedingt. Ist auch nur ein weiterer Codex-Eintrag. Die sammle ich einfach nur ein, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. So, und von Hindel haben wir auch schon gehört. Mein Name ist Hindel. Eure Mutter hat Schwierigkeiten zu atmen, Hindel. Euer Vater schickt mich zu euch, um einen Trank für sie zu holen. Wie bitte? Es ginge doch gut. Ihre Atemprobleme waren doch eigentlich in Ordnung. Ich kann ihr helfen. Hier, ich habe noch etwas vorrätig. Und jetzt geht bitte. Bringt ihr den Trank. So, nächste Quest abgeschlossen. So, wir können mal auf abgeschlossene Quests gehen. So, dann gehe ich einmal auf Liebesgeduldig. Dann sollte es jetzt endlich weg sein.
Und ich denke, wir werden gleich einmal ein paar Minütchen Pause machen. Damit ich einmal für kleine Mädchen kann. Und mir schnell einen Kaffee machen kann. So, ein weiteres Mosaikteil. Dann aktivieren wir noch das Artefakt. Ausgezeichnet. Die Schutzzauber sind wieder in Kraft. So. Dann werden wir jetzt einfach von hier aus noch einmal zurückgehen, hier die Quest abgeben und dann machen wir eine kleine Pause. Oh, da habe ich was übersehen. Gläubigen leben, um eurem göttlichen Willen zu folgen. Was ihr sagt, wird geschehen. So, wir werden hier einmal diesen Turm runtergehen. Ich hoffe, mein Inventar reicht noch, um hier schnell noch das zu plündern. Unser Inventar ist voll, also werden wir hier nicht lang gehen. Sondern einfach nur runterreisen. Irgendwo den Berg runterfallen, wahrscheinlich eher. Ist das Kun eigentlich eine Art großes Geheimnis? Wieso war kein Kunari, dem ich je begegnet bin, bereit, es mir auch nur im Ansatz zu erklären? Es ist kein Geheimnis. Es ist einfach nur zu umfassend für eine kurze Plauderei. Erklärt mir das Kun ist so wie erklärt mir die Wirtschaft. Die meisten Kunari wissen gerade genug darüber, um zurechtzukommen. Sie sind wie blinde Zwerge, die versuchen, einen Drachen durch Ertasten zu erfassen. Das Gesamtbild kennen nur die Priester. Und sie verbringen ihr gesamtes Leben damit, aus diesem Mist schlau zu werden. Verstehe, dann überlasse ich das mal lieber Ihnen. Verflucht, Ritz, wo steckst du nur? So. Ich habe Ritz gefunden und sie vor den Templern gerettet. Es geht ihr gut. Danke. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist hier draußen für jeden gefährlich. Ich bin froh, dass die Inquisition versucht, alles wieder ins Lot zu bringen. So, die Quest haben wir jetzt auch abgeschlossen. Und dann werden wir jetzt einmal kurz eine kleine Pause machen. Bis gleich.
So, dann machen wir jetzt einmal weiter. Wir wollten nach Helven reisen. Das machen wir sofort. Ich hätte eigentlich auch schnell offscreen, also im Pausebildschirm noch schnell nach Helven reisen können, aber egal. Jetzt habt ihr leider diesen langen Ladebildschirm. Ich habe wieder Kaffee. Vielleicht werde ich gleich ein bisschen fitter. Ich bezweifle es zwar ein bisschen, aber das wird schon irgendwie klappen. Meine Nase juckt. Der Ladebildschirm darf auch gerne mal hinmachen. Ah, da ist ja schon mal ein Bild. Es geht voran. Ja, es ist seit ein paar Tagen wieder ganz schlimm geworden. Ich weiß nicht, was gerade so extrem doll blüht, aber es macht mich fertig. Die Augen drehen auch immer. Und mein Hals ist halt ein bisschen angeschlagen. Aber damit muss ich halt nun mal leben. So, lieber Ladebildschirm, du darfst dich gerne ein bisschen mehr beeilen. Ja, ich glaube aber nicht, dass ich gegen Osterglocken allergisch bin. Irgendwas Baummäßiges muss gerade blühen. Oh. Ja, wenn ich das sage, guck, da krabbelt mir gleich die Nase nochmal. Ja, bis auf Gräser. Gräser kommen erst Ende im Juni, Juli, August, September. Da wird es dann richtig schlimm bei mir mit den Gräsern. Es tut sich was. Ich werde auf jeden Fall morgen noch einmal streamen, da aber allerdings um die Mittagszeit rum. Und dann vielleicht, ganz vielleicht, am Montagabend nochmal. Und davor werde ich auf jeden Fall nochmal in die Stream-Einstellung gehen. Mir gefällt das noch nicht ganz so. Und hoffe, dass das dann alles nächstes Mal ein bisschen besser läuft. Aber jetzt im Stream kann ich so genauere Stream-Einstellungen halt nicht machen, weil ich dann dauernd den Stream neu starten müsste. Und das ist für euch ja auch nervig, weil ihr dann die ganze Zeit die Werbung habt. So, wir sind endlich in Helven angekommen. Wir werden ganz schnell einmal zum Kartentisch laufen und dann einmal verkaufen. Schmieden und verbessern werde ich erst am Ende des Streams. Werde ich das Licht bewahren. Ich werde den Sturm trotzen.
Ich gucke hier nur einmal schnell drüber, ob wir irgendwelche Gegenstände haben, die besser sind. Also grob besser sind. Und dann die ganzen Feinheiten machen wir natürlich wann anders. Denn beim Schmieden. Braucht ihr sonst noch etwas, ehrwürdige Mutter? Es gibt... Ach, wir haben einen Inquisitionsbonus. Was haben wir denn bisher schon gemacht? Kenntnis der Unterwelt. Eine Gesprächsoption. So, Adelswissen will ich auch irgendwann auf jeden Fall freischalten. Aber wir werden... Wo war das denn? War das hier? Mehr Heiltränke. Da brauchen wir 3 Stück in dieser Kategorie. Haben wir noch nicht. Dann werde ich mal hier weitermachen. Und erwerbe einmal Arcanes Wissen. So, die Aufträge sind hier fertig. Rote Jenny, die Inquisition braucht Bienen. Wir haben die Waffenpläne erhalten und ganz in der Nähe eine Imkerei gefunden, die uns mit Bienen versorgt. Als dem Imker von dem Vorhaben berichtet wurde, hat er die Finger zusammengelegt und spöttisch "Ja, natürlich" gesagt. Das ist ein wenig irritierend. So, wir haben eine Rezeptur erhalten, und zwar Bienenschwarm-Sprengfeuer. So, der Terran von High Ever. Kommandant Kain, eure Ehrengarde war bei der Totenwache zu Ehren der göttlichen ein willkommener Anblick. Als Zeichen meines Dankes sende ich euch Truppen, verrätische Waffen und Ausrüstungsobjekte. Hochachtungsvoll, Terran Fergus Kuslind. Wir haben ein Schwert bekommen und knallhart in der Oberstadt 3, Variks Rache. Meine liebe Josephine, ich bin der Sache mit eurem Schreiberling nachgegangen. Das Buch ist übrigens wirklich lausig und wurde von allen Kritikern in Antiva verrissen. Der Verleger kennt die Identität des Autors nicht. Die Manuskripte werden von einer Botin geliefert. Diese konnte ich ausspüren. Sie erhält ihre Pakete von einem anderen Kurier aus Kirkwall. Viel Glück, Katharina Valetzi. Und wir haben ein Amulett der Macht bekommen, das dann für Varric ist. So, wir werden hier einmal von den Hinterlanden die Wachtürme errichten. Die Flüchtlinge in den Hinterlanden sehen sich der Bedrohung durch Banditen, Dämonen, abtrünnige Magier und desertierte Templer ausgesetzt. Der Bau von Wachtürmen in diesem Gebiet wird von den Truppen der Inquisition dabei helfen, für die Sicherheit von Flüchtlingen und Bauern zu sorgen. Die entsprechenden Bauplätze wurden bereits gekennzeichnet. Meine Soldaten werden diese Türme binnen kurzem errichtet haben. Das werden wir jetzt einmal mit Keilen machen. Machen wir uns an die Arbeit. Und dann gucken wir mal. Wir haben Geld beschaffen und der Kult von Andraste. Der Kult von Andraste. Vor der 5. Verderbnis und der Ankunft des Helden von Ferelden war Helden von Kultisten besetzt, die einen Drachen verehrten, von dem sie glaubten, er sei die Wiedergeburt Andrastes. Sowohl die Kultisten als auch der Drache waren längst fort, als die Kirche kam, um den Tempel der heiligen Asche zu errichten. Doch vielleicht gibt es in den Bergen noch unentdeckte Gänge, in denen Relikte zu finden sind. Durch eine gezielte Suche ließe sich vielleicht etwas finden, das für die Inquisition von Nutzen wäre. Das kann nur Liliana machen. Es tut mir gerade leid, meine Nase bringt mich gerade ein bisschen um. Wir sollten diese Aufgabe einigen Ausgewählten Spionen überlassen, die im Umgang mit gefährlicher Magie geschult sind. Ich habe schon einige im Sinn. Ja, wenn man die dann wollen wir doch mal sehen. Zirkelmagier in DAO spielt, trifft man den guten Kallen, das stimmt.
So, wir haben in Olé noch ein paar Aufträge. Vielleicht finden wir ja noch was für Josie. Wir machen mal Pflicht oder Wahrheit, der kaiserliche Hof. Ein Brief an Vivienne liegt geöffnet auf dem Tisch. Eine Notiz wurde ergänzt. Josephine, Liebste, ihr solltet euch darum kümmern. Vivienne. Meine liebste Vivienne, ihr könnt die schockierende Anschuldigung gegen die Inquisition noch nicht vernommen haben, sonst hättet ihr euch gewiss niemals mit diesen Leuten gezeigt. Erlaubt mir als eure Freundin, euch die Augen zu öffnen. Es heißt, dass die göttliche Justinia tatsächlich am Leben ist und die Inquisition ihre engsten Vertrauten und treuesten Diener dieses Chaos auf ihren Befehl hin inszeniert hat. Dass es Sucherin Pentagast und Schwester Nachtigall waren, die das Konklave sabotiert haben, um Rivalinnen innerhalb der Kirche zu eliminieren und den Magieraufstand und den Templern mit einem Streich die Köpfe abzutrennen. Um euren eigenen Ruf zu retten, müsst ihr diese Verbindung sofort beenden. In tiefster Sorge, Vicomtesse Elodie de Moreau. Das wird natürlich die Josie unter... machen. Entschuldigung, ich habe gerade wieder in den Chat geschaut. Wir brauchen die Unterstützung der Adligen, um gegen dieses Gerücht vorzugehen. Ich kann einige Besuche arrangieren. Wir stehen euch zu Diensten. So. Das haben wir. Dann werden wir einmal ganz, ganz schnell das Inventar aufräumen. Und entweder wir gehen dann zurück in die Hinterlande oder wir sprechen hier mal wieder mit den Begleitern. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob ihr nochmal mit den Begleitern sprechen wollt oder weiter die Hinterlande erkunden wollt. Ich glaube, wir können Blackwall was abgeben. Es heißt, ihr habt etwas gefunden, das mit den Wächtern zu tun hat. Ich hätte es gern gesehen. Ich wollte euch danken. Es gibt hunderte von Dingen, um die ihr euch kümmern müsst. Ihr hättet euch nicht die Zeit nehmen müssen, um mir zu helfen. Und doch habt ihr es getan. Wir sind mal ganz pragmatisch. Die Inquisition muss vieles tun, um Unterstützung zu gewinnen. Ich hätte wissen müssen, dass ihr jeden Aspekt, jeden Vorteil bedacht habt. Ihr seid eine beeindruckende Frau und ich hoffe, ich werde euch niemals verärgern. Aber es ist vielleicht sicherer, euch aus der Ferne zu bewundern. Ach komm, wir machen ein bisschen flirty-flirty. Ich hätte nie gedacht, dass ihr mich bewundert. Natürlich tue ich das. Die ganze Welt liegt euch zu Füßen, mich eingeschlossen. Ich bin mal dafür, ich nehme mal die letzte Antwortmöglichkeit. Mir zu Füßen. Ich könnte mich daran gewöhnen, euch dort zu haben. Ihr seid ein Drastes Herold. Vor euch zu knien wäre für jedermann eine Ehre. Nun denn, wir sollten uns wieder unseren Pflichten zuwenden, bevor ich mich zu sehr hinreißen lasse. Für einen Mann, den ich im Wald gefunden habe, seid ihr merkwürdig charmant. Ich habe mich immer eher für merkwürdig als für charmant gehalten. Aber ich nehme das Kompliment einer Dame gern an. Sie sind dieser Tage ausgesprochen selten. Eure Bescheidenheit finde ich ebenfalls äußerst anziehend. Die Loblieder hören nicht auf. Also, habt ihr irgendetwas Großes, Schweres, das weggeräumt werden muss? Körperliche Arbeit im Austausch für Komplimente? Das könnte mir gefallen. Nun, ich bin stets auf euer Wohl bedacht. Ich muss sagen, Herrin, ihr seid anders als jede andere Frau, der ich bisher begegnet bin. Es schmeichelt mir, dass ihr überhaupt Zeit mit mir verbringt. Ich genieße eure Gesellschaft.
So, hier fliegen die Herzen. Wenn ihr sagt, wir sollen mit den Begleitern reden, fangen wir doch mit Blackwall an. Und wir reden mal über ihn. Ich möchte mehr über euch erfahren. Verglichen mit eurem wird euch mein Leben äußerst langweilig erscheinen. Euer Name, Blackwall, klingt nicht orlesianisch. Kommt ihr aus den Marschen? Aus Ferelden? Ich stamme aus den freien Marschen, zumindest ursprünglich. Aus Morkham. Aber das war vor langer Zeit, in einem anderen Leben. Es heißt, viele Wächter wären früher Verbrecher gewesen. Ihr habt recht, und wenn man ihnen beitritt, ist die Vergangenheit vergessen. Belassen wir es also dabei. Was habt ihr gemacht, bevor ihr ein Wächter wurdet? Ich war Soldat, ein Niemand, der dazu ausgebildet wurde, ein Schwert zu führen und Befehle zu befolgen. Irgendwann war ich es dann leid, die Kriege anderer auszufechten. Also wurdet ihr ein Wächter? Mehr oder weniger. Ein grauer Wächter zu werden, gab mir zum ersten Mal ein Gefühl von Bedeutung. Verglichen damit wirkt das Leben, das ich vorher führte, leer. Vielleicht wird es ja eines Tages ganz verblassen. Warum habt ihr euch den Wächtern angeschlossen? Weil sie sich erinnern, was Ehre und Opferbereitschaft sind. Worte, die für uns andere nur wenig Bedeutung haben. Weil sie ihr Leben für diejenigen geben, die zu schützen sie geschworen haben. Wir alle brauchen den Glauben, dass es auf der Welt solche Männer gibt. Und ich musste glauben, dass ich einer von ihnen sein könnte. Wir können dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Natürlich. Ja, da haben wir gerade sehr heftig mit dem guten Blackwall geflirtet. Ich klappe jetzt erstmal alle Begleiter ab. Und dann werden wir am Ende einmal Inventar sortieren, dann die Verbesserung drauf machen, Skillpunkte verteilen und diesen ganzen Kram, den ich sonst immer offscreen mache. Also wer das dann noch sehen will, kann dranbleiben. Alle anderen dürfen dann gehen. Kann ich euch helfen? So, lieber Bulle. Wir reden erstmal über uns Kunari. Es gibt hier nur wenige, die wissen, was es bedeutet, eine Kunari zu sein. Ihr seid keine Kunari. Ihr seid eine Tel Vashath. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, Blackwall ist eine mögliche Romanze. Allerdings hatte ich ja ein Voting gemacht und da würde es sich zwischen Sarah und dem Bullen entscheiden. Und die Entscheidung werde ich treffen, weil beim Voting keine eindeutige Entscheidung getroffen werden konnte. Also da war Gleichstand zwischen Bulle und Sarah. Ja, wir sind eine Tel Vashath. In einer Söldnertruppe. Und jetzt werden wir erstmal sagen, dass wir mal anders waren. Dennoch bin ich mit diesem Aussehen in einer Welt aufgewachsen, die vor allem aus Menschen besteht. Ja, mag sein. Ihr seid jedenfalls nicht zu einer mordenden Banditin geworden, also haben wir wohl auch kein Problem miteinander. Aber da wir schon über die Kunari reden, wollt ihr irgendwas über sie wissen? So, wir fangen erstmal an, warum er die Tel Vashath hasst. Welches Problem habt ihr mit den Tel Vashath? Als Benners Rat hatte ich in meiner Heimat die Aufgabe, den Frieden zu wahren und den Leuten zu helfen, nach dem Kuhn zu leben. Die Tel Vashath haben sich von all dem abgewandt und entschieden, dass sie lieber wie Wilde leben. Das Kuhn ist nicht perfekt, aber zumindest Teile davon sind sinnvoll. Das ist in der Tat ein relativ gutes Argument. So habe ich das noch nie gesehen. Ich durfte aus nächster Nähe miterleben, welche Folgen ihre Entscheidung hatte. Und glaubt mir, es war nicht schön. Hört zu, falls ihr befürchtet, ich könnte euch angreifen, ist eure Sorge unbegründet. Ich habe mein Leben lang gegen Tel Vashath gekämpft. Und ihr seid nicht von der Art, die ich hasse. Das Wort Kunari, bezeichnet es das, was wir sind, unser Volk oder jeden, der dem Kuhn folgt? Es hängt davon ab, wen man fragt. Seid ihr eine Kunari oder eine Tel Vashath?
Die Menschen und Elfen, die dem Kuhn folgen, sind die Vidathari. Die Kunari, die sie vom Kuhn lösen, sind die Telvashoth, Deserteure. Was ist mit den Kunari aus der Zeit, bevor es das Kuhn gab? Diejenigen, von denen wir abstammen, werden die Kosseth genannt. Aber wir benutzen das Wort nicht für unser Volk. Wir kamen aus dem Norden nach Thedas, weil die Kosseth... Ich weiß es nicht. Wir mussten einfach gehen. Warum, wird aus den Geschichten nicht klar. Aber was auch immer sie sind, ich denke nicht, dass sie uns sonderlich ähnlich sehen. Wie ist es, unter dem Kuhn aufzuwachsen? Die Temesserans ziehen uns in Gruppen aus gleichaltrigen Kindern auf. Sie sind wie Lehrerinnen oder Schwestern der Kirche. Sie helfen uns außerdem herauszufinden, für welche Aufgaben wir uns eignen. Mich hatten sie schon ziemlich früh als Soldat abgestempelt. Als sie aber herausfanden, dass ich sowohl zuschlagen als auch lügen konnte, haben sie begonnen, mich für die Ben Hasrat auszubilden. Also hat das Kuhn entschieden, welcher Arbeit ihr nachgehen solltet. Ihr hattet kein Mitspracherecht? Ich schätze, ich hätte so tun können, als würde es mir keinen Spaß machen, auf Dinge einzuschlagen. Aber warum hätte ich das tun sollen? Ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Und das hat mir Spaß gemacht. Soweit ich es beurteilen kann, war die Entscheidung der Temesserans richtig. Wie sieht die Herrschaftsstruktur bei den Kunari aus? Das ist ziemlich einfach. Wir haben das Matriarchat, die Priesterschaft und das Militär. Die Priesterschaft überlegt sich, wie die Kunari theoretisch leben sollten. Das Matriarchat setzt diese Überlegungen dann in die Praxis um. Und das Militär beschützt die Kunari vor Gefahren von außen. Funktioniert das tatsächlich? Kommt es da nicht immer wieder zu Auseinandersetzungen? Nicht so, wie ihr denkt. Die Leute sind nicht immer einer Meinung, klar. Aber wir haben die Priester, um Meinungsverschiedenheiten zu klären. Hier in Orlais wird die Politik von Leuten gemacht, die ihr eigenes Wohl über das der Gesellschaft stellen. Wenn jemand das bei den Kunari versucht, rücken ihm die Ben Hasrat den Kopf zurecht. Oder sie töten ihn. Stimmt es, dass die Kunari nicht heiraten? Ja, das stimmt. Die Kunari lieben unsere Partner wie jeder andere auch. Aber wir haben keinen Sex mit ihnen. Die Kunari haben keinen Sex? Oh, wir haben auf jeden Fall Sex. Es gibt Temesserans, die unsere Korken knallen lassen, wann immer es nötig ist. Ja, jetzt erfahren wir ein bisschen was über das Sexleben. Was mir schon immer aufgefallen ist, sobald man mit einem Begleiter der gleichen Rasse spricht, ist das im Dialog nicht so schön gelöst, dass halt da wirklich nur steht, dass halt auch wir über die Kunari reden, als wären wir keine eigene Kunari. Ernsthaft? Ja. Bei uns ist das keine so große Sache wie hier. Es ist, ich weiß nicht, als würde man zu einem Heiler gehen. Manchmal ist es eine lange, komplexe Geschichte. Es dauert den ganzen Tag und anschließend läuft man komisch. Bei anderen Malen ist man schon nach 5 Minuten wieder draußen. Zack, bumm, danke, wir sehen uns dann nächste Woche. Ja, also da er eine zukünftige Romanzenoption sein könnte, müssen wir natürlich hier alles in die Romanzenoption reinstecken. Dann habt ihr niemals wirklich Liebe gemacht, euren Körper und eure Seele mit jemand anderem verbunden? Ich weiß nicht. Einmal haben sie so ein Ding benutzt, das man Sarto Nerapan nennt. Es ist ein mit Leder umwickelter Stab an einem Geschirr. Allerdings war das nicht wirklich meine Seele. Außerdem waren mehr als 2 Leute daran beteiligt. Ich finde, die Kunari-Sprache, die sie hier so eingeführt haben, klingt ein bisschen wie Finnisch. Inwiefern unterscheidet sich das alltägliche Leben der Kunari von unserem? Ich schätze, das hängt von der Arbeit ab, der man nachgeht. In einigen Fällen gibt es kaum Unterschiede. Eine Bäckerin in Valruajo steht auf, zieht sich an und beginnt mit ihrer Arbeit.
Eine Bäckerin im Parvollen macht genau dasselbe. Sie interessieren sich nicht für das Reich oder das Kuhn. Sie versuchen möglichst keine Eier zu zerbrechen und hoffen, dass der Teig richtig aufgeht. Es kann nicht genau dasselbe sein. Bei den Kunari gibt es keine persönlichen Freiheiten. Was denkt ihr, wie viele persönliche Freiheiten die Bäckerin in Valruajo wohl hat? Im Leben geht es nicht um Freiheit. Die Bäckerin im Parvollen fragt sich, ob sie genügend Eier bekommt, um ihre Arbeit machen zu können. Werden sie rechtzeitig geliefert? Wird das Küchenpersonal ihr Brot abholen, solange es noch frisch ist? Oder verspätet es sich und wirft ihr dann vor, dass das Brot zu trocken ist? In Valruajo ist es genau der gleiche Mist. Die Leute sind, wie sie sind. Denkt ihr je darüber nach, was geschehen würde, wenn die Kunari Orle oder Ferelden eroberten? Einigen wie Cassandra oder Cullen würde es gut gehen, falls sie die Kämpfe überleben. Die beiden lieben Regeln. Die Magier allerdings. Könnt ihr euch etwa vorstellen, dass Solis seine Nichtsträumereien unter dem Kuhn auslebt? Oder Vivienne ihren politischen Schwachsinn betreibt? Sowohl Sarah als auch Varric würden so lange die Klappe aufreißen, bis sie umerzogen werden. Man würde ihnen Tränke einflößen, bis ihr Wille bricht. Um also eure Frage zu beantworten. Nein, ich denke nicht sonderlich oft darüber nach. Gut, ich denke, das reicht erstmal mit dem Bullen. Bis dann. Man könnte jetzt noch sehr viel länger mit ihm quatschen, aber wir wollen ja auch noch mit den anderen reden. Wenn es euch zu langweilig wird, schreit Stopp, dann machen wir was anderes. Mir ist bewusst geworden, dass ich im Grunde nicht sonderlich viel über euch weiß. Was wollt ihr wissen? Ich bin mir nicht sicher. Woher kommt ihr? Ich dachte, ihr wüsstet es. Ich nehme an, ich könnte Liliana fragen. Sie hat erschreckend viele Informationen über euch gesammelt. Aber ich will sie nicht fragen. Ich will es von euch hören. Ach, wir erfinden mal was. Genau genommen kam ich aus Saharan hierher. Von so weit weg? Meine Familie zog von den nördlichen Inseln dorthin. Wir sind dort gelandet, nachdem wir das große Meer überquert hatten. Das große Meer? Ja, weit im Osten gibt es Länder mit Bergen, die doppelt so hoch sind wie hier. Ich verstehe. Nun, ich hätte vielleicht doch lieber Liliana fragen sollen. Wir werden erstmal ein bisschen über die Sucher reden hier. Könnt ihr mir mehr über die Sucher erzählen? Die Sucher der Wahrheit entstanden vor langer Zeit aus der ursprünglichen Inquisition, als diese sich mit der Kirche vereinte. Sie waren den Templern übergeordnet und überwachten sie. Außerdem untersuchten sie magische Ereignisse, mit denen die Templer nicht fertig wurden. Wir sollten unfehlbar sein, ohne jeglichen Tadel. Wie selten doch die Realität der Idealvorstellung entspricht. Hallo, Miss Aris. Oder darf ich dann deinen richtigen Namen sagen? Aber was genau sind Sucher? Diejenigen, die von uns wissen, halten uns für Templer. Wir nehmen jedoch kein Lyrium und wir besitzen andere Fähigkeiten, genau wie auch unsere ursprüngliche Bestimmung eine andere war. Wir haben die Templer kontrolliert und mussten uns allein der Göttlichen gegenüber verantworten. Und in Wahrheit nicht einmal das. Also hat nie jemand die Sucher überwacht? Das war die Aufgabe der Göttlichen. Aber was sollte sie schon tun, wenn die Wahrheit vor ihr geheim gehalten wurde? Die Templer haben uns schon immer gefürchtet. Wenn ein Sucher in einen Zirkel kam, wussten sie, dass ihnen Schwierigkeiten drohten. Aber eine derartige Macht ist gefährlich. Man beginnt zu glauben, man sei der Einzige, der die Probleme der Welt lösen kann. Sieht man ein Problem nicht, existiert es auch nicht. Und sollte irgendjemand darauf beharren, dass es doch existiert, so ist er der Blinde. Nochmal hallo, Miss Aris. Oder darf ich deinen richtigen Namen sagen? Nochmal. Also, freut mich, dass du es endlich mal geschafft hast. Denkt ihr, dieser Missstand ließe sich je lösen? Womöglich. Aber dafür müssten sich die Sucher selbst ändern.
Und dazu waren sie eindeutig nicht bereit. Sie haben lieber alles aufgegeben, wofür sie standen, um es zu verhindern. Tief im Innersten glaube ich daran, dass sie noch immer gerettet werden können. Allerdings nicht durch ihre eigene Hand. Ihr habt erwähnt, dass die Sucher andere Fähigkeiten besitzen als die Templer. Ja, vollkommen andere. Die Fähigkeiten eines Templers entstammen dem Lyrium und sind darauf ausgerichtet, Magier zu jagen. Unsere entstammen einem Ritual und vielen Jahren spezieller Ausbildung. Wir können nicht von Dämonen besessen werden und sind immun gegen Gedankenkontrolle, was angesichts unserer Aufgabe äußerst nützlich ist. Sucher können außerdem noch weitere Gaben erlangen, allerdings hängt das von der jeweiligen Person ab. Ich bin hier im Stream, bin ich, Suki. Welche Art von Gaben besitzt ihr? Ich kann das Lyrium im Blut einer Person entfachen. Sowohl Magier als auch Templer beugen sich meinem Willen. Einige Sucher nutzen dies für Verhöre, andere einfach zur Lähmung. Einmal gab es sogar einen Sucher, der es nutzen konnte, um zu töten. Diese spezielle Gabe gilt als äußerst selten. Ja, mein Ostern wird erst morgen Abend beginnen, wenn ich mit der Kleinen unterwegs bin. So, wir haben es gleich geschafft mit den Suchern. Warum hat sich euer Orden gegen die Kirche gewandt? Wir waren ursprünglich durch einen Vertrag mit der Kirche verbunden, der besagte, dass sie die Magier unter Kontrolle halten würde. Doch als es hieß, ihre Heiligkeit habe es dem Zirkel der Magi gestattet, über seine Unabhängigkeit abzustimmen, erachtete man den Vertrag als gebrochen. Die Sucher sahen sich im Recht und führten die Templer in einen Krieg für die Gerechtigkeit. Ihr klingt, als wärt ihr damit nicht einverstanden. Wir wussten, was in Kirkwall vor sich ging, dort, wo der Magieraufstand begann. Wir waren schon Jahre zuvor Berichten nachgegangen, in denen uns Kommandantin Merediths harter Umgang mit ihren Schutzbefohlenen geschildert wurde. Aber wir fanden so viele erschreckende Fälle von magischer Verderbtheit, dass ihr Vorgehen als gerechtfertigt eingestuft wurde. Ich wünschte, wir wären dort gewesen, als es geschah. Ich wünschte, wir wären den Ursachen auf den Grund gegangen. Die Sache scheint euch sehr am Herzen zu liegen. Zu sehr, wenn man den Rest meines Ordens fragen würde. Wann immer sich die Sucher mit einem Problem konfrontiert sahen, haben sie sich ihm geschlossen entgegengestellt und es vernichtet. Wir haben immer eine Antwort gefunden, bis auf dieses eine Mal, da wir dachten, es wäre nicht nötig. Doch in dem Augenblick, da die Magier für ihre Unabhängigkeit stimmten, war unsere Reaktion absolut vorhersehbar. Es war schwer, das mit anzusehen. So, und die letzte Frage zu den Suchern. Wie wird man ein Sucher? Die meisten Sucher beginnen schon in ihrer Jugend mit der Ausbildung. Ich war deutlich älter, eine Ausnahme aufgrund meiner adligen Herkunft. Wir durchlaufen eine jahrelange harte Ausbildung. Für die Wacht müssen Körper und Geist beweglich sein, doch selbst dann scheitern die meisten. Ist die Wacht eine Art Initiationsritus? Sie ist ein Ritual, das jeder Sucher durchlaufen muss, um seine Gaben heraufzubeschwören. Das heißt ein Jahr des Fastens, des Gebets und der Abschottung gegen jegliche Ablenkung, auch durch andere Leute. Wir befreien uns von jeglichen Gefühlen und konzentrieren uns allein auf die Reinheit unserer Hingabe. In dem Moment, in dem es endlich endet, ist es wundervoll. Es ist die Verwirklichung des Glaubens. Ich kann es nicht in Worte fassen. Vermutlich hat euch euer Verstand zu diesem Zeitpunkt nur etwas vorgegaukelt. Und doch sind die Gaben real. Das ist alles, was ich weiß. Wäre die Wacht nicht derart beschwerlich, würde ich sagen, mehr Leute sollten es versuchen. Was, wenn die Magier die Besessenheit durch Dämonen nie hätten fürchten müssen? Doch es hieß, das wäre unmöglich. Und ich befürchte, jetzt werde ich die Wahrheit wohl nie erfahren. So, ja, das sehe ich auch so. Ich habe keine weiteren Fragen. Es reicht erstmal mit Cassandra. Wir haben ja jetzt schon mit drei Begleitern gesprochen und ich muss sagen, mit Cassandra werde ich nicht wirklich warm. Also ich liebe den Bullen. Black Boy finde ich auch total einen faszinierenden Charakter. Aber Cassandra, die ist mir eindeutig zu idealistisch. Die verfolgt Ziele, die so, ich finde, nicht unmenschlich sind, aber
zu sehr aufs Allgemeinwohl bezogen sind. Und das macht sie irgendwie so ein bisschen, na, nicht unglaubwürdig, aber es ist schwer, das alles durchzusetzen. Dann werden wir jetzt mit dem Kallen sprechen. Ja. Ach komm, wir fangen gleich an, erstmal ihn anzubaggern. Gibt es jemanden, der in Kirkwall auf euch wartet? Nein. Ich fürchte, ich habe mir dort nur wenige Freunde gemacht. Und meine Familie lebt in Ferelden. Es gibt niemanden, für den ihr besondere Gefühle hegt? Um ehrlich zu sein, habe ich nie nach so jemandem gesucht. Ich war damals alles andere als eine angenehme Gesellschaft. Ich denke, ich würde eure Gesellschaft genießen. Falls ich euch irgendwie glauben ließ. Ich habe so viele Verpflichtungen und ich hoffe, wir können Freunde sein. Denn mehr kann ich euch leider nicht anbieten. Oh, da haben wir eine Abfuhr vom Kallen bekommen. Nee, Max, Bauch ist bedeckt. Der Bauch ist bedeckt. Der hat bloß leider den gleichen Farbton wie unsere Haut. Aber wir werden jetzt nochmal mit Kallen sprechen. Wir lassen hier nicht locker. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? So, wir forschen mal ein wenig nach. Wir sprechen mal über sein Leben. Ich sollte euch besser kennenlernen. Wir arbeiten immerhin zusammen. Was möchtet ihr wissen? Nun, woher stammt ihr? Da kriegt man gleich wieder einen Kodex-Eintrag. Ich bin aufgewachsen, in der Nähe von Honleith. Kurz nach der Verderbnis wurde ich dann nach Kirkwall versetzt. Das hier ist seit beinahe 10 Jahren das erste Mal, dass ich wieder zurückkehre. Ja, Loha, die sind alle so riesig. Ich find's auch sehr ungewohnt. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Varric stammt aus Kirkwall. Kanntet ihr beide euch? Ich wusste, er war ein Freund des Champions von Kirkwall. Das war aber auch schon alles. Wir haben uns häufiger unterhalten, seit ich mich der Inquisition angeschlossen habe. Hauptsächlich auf Varricks Drängen hin. Ich mache offenbar viel zu oft ein ernstes Gesicht. Und das ist schlecht für meine Gesundheit. Es ist tatsächlich bewiesen worden, wenn man am Tag eine Minute am Stück lächelt, hat man automatisch bessere Laune. Und wenn man bessere Laune hat, also glücklicher ist, wird man auch nicht so schnell krank. So, er soll mal von der Verderbnis erzählen. Ihr wart doch während der Verderbnis in Ferelden. Habt ihr gegen Dunkle Brut gekämpft? Nein. Ich war im Turm des Zirkels von Ferelden stationiert. Und der Zirkel hatte seine eigenen Probleme. Ich war während der gesamten Verderbnis dort. Und jetzt haben wir das Gespräch, das Solka vorhin schon erwähnt hatte. Was ist im Turm des Zirkels vorgefallen? Nur wenige Überlebende der Verderbnis haben schöne Erinnerungen an diese Zeit. Ich würde es vorziehen, nicht darüber zu sprechen. Wie fandet ihr Kirkwall? Während ich dort war, wurde die Stadt von Kunari besetzt und angegriffen. Die Ermordung des Vicomte führte zu politischen Unruhen. Die Beziehungen zwischen Magiern und Templern gingen in die Brüche. Ein Abtrünniger sprengte die Kirche und die Kommandantin wurde wahnsinnig. Abgesehen davon war es ganz nett. Ja, Max, das ist die Story von Origins. Beziehungsweise, das, was er erzählt, erlebt man, als Teilquest. Was ist zwischen den Magiern und Templern in Kirkwall vorgefallen? Ihr wart doch beim Konklave. Ihr müsst gehört haben, was die Leute darüber erzählten. Schon, aber ihr wart dabei. Es gab dort schon lange vor meiner Ankunft Spannungen zwischen den Magiern und Templern. Irgendwann kochten sie dann über. Auf den Straßen kam es zu Kämpfen. Abscheulichkeiten begannen, beide Seiten zu töten. Es war ein Albtraum. Ja, fand ich auch total cool, als ich in Origin dann eine weibliche Magierin gespielt habe. Es war so... Ich kannte mich erst, woher kannte ich denn da Kallen schon? Egal, auf jeden Fall fand ich das total süß.
Ja, man merkt es. Man muss spielen mal eine weibliche Magierin, dann merkt man das. Was ist dann passiert? Die Templer hätten die Ordnung wiederherstellen sollen. Aber das rote Lyrium hatte Kommandantin Meredith in den Wahnsinn getrieben. Sie drohte den Champion von Kirkwall zu töten und wandte sich gegen ihre eigenen Männer. Ich weiß nicht, wie weit sie gegangen wäre. Zu weit. Also habt ihr euch ihr entgegengestellt? Letztendlich habe ich dem Champion im Kampf gegen sie beigestanden, ja. Aber ich hätte Meredith schon viel früher durchschauen müssen. So, noch diese Frage. Ihr habt Ferelden seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Seid ihr froh, wieder hier zu sein? Ich war damals nicht traurig darüber, es zu verlassen. Ich hatte nicht damit gerechnet, je wieder zurückzukehren. Und jetzt, mit der Ermordung der Göttlichen und der Bresche, finde ich hier nichts als Chaos vor. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Ich bin mir sicher, ihr habt noch genügend andere Dinge, um die ihr euch kümmern müsst. Also, ich muss sagen, ich habe Kallen in meinem privaten Spielstand als Romanze genommen. Als Kunari geht das ja nicht, haben wir ja gerade gemerkt. Und es ist nicht meine Romanze. Ja, hier in der I sind ganz viele Anspielungen auf den ersten und zweiten Teil. Also es wird beides aufgegriffen. Der zweite Teil kommt eher später in den Fokus. So, dann der liebe Varric. Womit kann ich dienen? So, wir reden jetzt auch mal über ihn. Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Woher kennt ihr euch? Habt ihr von der Zerstörung der Kirche in Kirkwall gehört? Der Bursche, der dafür verantwortlich war, war ein Freund von mir. Die Sucherin hat Fragen zu dem Vorfall gestellt und ich kannte die Antworten. Seid ihr aus Ferelden? Orlé? Aus den Freien Marschen. Bin in Kirkwall geboren und aufgewachsen. Und egal, was ihr gehört habt, nein, so schrecklich ist Kirkwall gar nicht. Mir ist nicht ganz klar, womit ihr euer Geld verdient. Seid ihr ein Händler? Ich bin Geschäftsmann. Meine Familie hat einen Sitz in der Händlergilde der Zwerge. Händler kaufen und verkaufen Waren. Geschäftsleute kaufen und verkaufen Läden. In meiner Freizeit leite ich ein Spionagenetzwerk und ab und an schreibe ich Bücher. Wenn ihr ein Spionagenetzwerk betreibt, warum ist dann Liliana unsere Meisterspionin? Ganz ehrlich? Weil sie die bessere Meisterspionin ist. Die wirklich guten Meisterspione wahren immer eine gewisse Distanz. Sie hängen nicht an ihren Leuten. Aber ich spiele ständig das Kindermädchen für meine Informanten und sorge mich um ihre Familien. Da sind wir bei ihr schon in besseren Händen. Ihr seid ein Schriftsteller. Welche Art von Büchern schreibt ihr? Ich habe mich schon an verschiedenen Gattungen versucht. Vor allem meine Kriminalromane sind recht beliebt. Knallhart in der Oberstadt. Wachen, die das Gesetz brechen, um die Dinge zu regeln. Mein bekanntestes Werk ist Geschichte des Champions. Böse Zungen behaupten, es wäre mein schlechtestes. Ich habe es auch schon mit Liebesromanen versucht. Schwerter und Schilde. Aber ganz ehrlich, ich habe kein Händchen für Romantik. Die meisten meiner Geschichten enden tragisch. Das sagt vermutlich etwas ziemlich Unerfreuliches über mich aus. Wir werden auf jeden Fall Knallhart in der Oberstadt lesen, wenn wir alle Kapitel dazu gefunden haben. Und Schwerter und Schilde wird auch nochmal hier innerhalb des Spiels erwähnt werden. Was für Läden gehören euch? Gar keine. Das war nur ein Beispiel. In der Regel investieren wir in Geldverleiher. Auktionshäuser, ein paar Söldnertruppen, einige Schmieden. Wenn ich mich nicht irre, gehört uns irgendwo in Rivain eine halbe Rübenplantage. Das hat alles mein Bruder geregelt. Bartrand war der Geschäftsmann von uns beiden.
Er hatte zwar null Feingefühl, aber jede Menge Sinn fürs Geschäft. So, dann fragen wir ihn nochmal über Bianca aus. Woher habt ihr eure Armbrust? So ein Modell habe ich noch nie gesehen. Bianca? Sie ist was ganz Besonderes. Ist eine witzige Geschichte. Ich habe sie in einer mit Drachenknochen verstärkten Truhe im Laderaum eines Schiffswracks gefunden, das ich gekauft hatte. Ich habe beim Versuch, die Truhe zu öffnen, 3 Dutzend Dietriche abgebrochen und 9 Sägen stumpf gesägt. Aber es hat sich gelohnt. Nach wem ist sie benannt? Das kann ich euch nicht sagen. Und der Grund dafür ist... Kompliziert. Das ist die einzige Geschichte, die ich nie erzählen werde. Dabei sollten wir es belassen. Danke, Varric. Kein Problem. Ja, jetzt haben wir Varric ein bisschen besser kennengelernt. Und ich lese hier gerade so ein bisschen im Chat. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhig. Ja, also ist auch ein sehr angenehmer Begleiter. Jetzt gehen wir nochmal zu Solus. Die Bresche zu schließen ist natürlich unser vordringliches Ziel. Doch ich hoffe, wir finden vielleicht auch das Instrument ihrer Erschaffung. Ein Artefakt von derart gewaltiger Macht ist gefährlich. Das hat die Vernichtung des Konklaves mehr als bewiesen. Denkt ihr nicht, dass das, was auch immer die Explosion verursacht hat, dabei zerstört wurde? Ihr habt doch auch überlebt, oder etwa nicht? Das Artefakt, das die Bresche erschaffen hat, ist anders als alles, was dieses Zeitalter je gesehen hat. Ich werde erst glauben, dass es zerstört ist, wenn ich seine Bruchstücke mit eigenen Augen sehe. Ihr habt recht. Was auch immer die Bresche erschaffen hat, muss gefunden werden. Lilianas Leute haben das Gebiet in der Nähe der Explosion bereits abgesucht und nichts gefunden. Was auch immer dieses Artefakt war, es ist nicht mehr dort. Nun, wie dem auch sei, kann ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Ich würde gern mehr über euch erfahren, Solus. Warum? Ich finde Solus total genial. Er fragt einfach, warum. So wie so ein kleines Kind. Ihr seid ein Abtrünniger, aber dennoch habt ihr eure Freiheit aufs Spiel gesetzt, um der Inquisition zu helfen. Kein besonders weiser Entschluss, wenn man es so betrachtet. Ich schätze eure Arbeit, Solus. Ich wüsste einfach nur gern mehr über euch. Verzeiht mir. Angesichts der Furcht, die in der Luft liegt, was wollt ihr wissen? Was hat euch bewogen, das Nichts zu studieren? Ich wuchs in einem Dorf im Norden auf. Dort gab es nicht viel, was das Interesse eines Knaben wecken konnte, der noch dazu von Magie beseelt war. Aber wenn ich schlief, gewährten mir die Geister des Nichts Einblicke in Wunder, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich schätzte meine Träume. Wach zu sein, dem Nichts entrissen, war eine Qual. Haben die Geister euch verführt? Nicht mehr, als euch eine bunte Frucht verführt, sie zu essen. Ich lernte, mich gegen die aggressiveren Geister zur Wehr zu setzen und mit dem Rest friedvoll zusammenzuwirken. Ich lernte, meine Träume bei vollem Bewusstsein zu kontrollieren. Es gab schließlich so viel, was ich erkunden wollte. Also Max, du musst nur mal Miss Eris fragen. Ich habe ein sehr großes Elfenfabel. Ich nehme an, ihr habt nicht euer ganzes Leben mit Träumen verbracht. Nein. Irgendwann fand ich im Nichts keine neuen Bereiche mehr. Warum? Aus 2 Gründen. Erstens, das Nichts reflektiert die Welt, die es umgibt. Ich musste also reisen, um etwas Neues zu finden. Zweitens, das Nichts spiegelt unsere Fantasie wider und wird durch sie begrenzt. Um interessante Gebiete zu finden, muss man selbst interessant sein. Ja, Elfenfable ist jetzt kein schlimmes Geheimnis, das darf man gerne ausplaudern. Das ist nichts Schlimmes. Habt ihr euch deshalb der Inquisition angeschlossen? Ich habe mich der Inquisition angeschlossen, weil wir alle in schrecklicher Gefahr sind. Wenn unsere Feinde die Welt zerstören,
könnte ich meinen Kopf nirgends mehr ablegen, während ich von nichts träume. Na dann, viel Glück. Danke. Die Wahrheit ist, ich habe es genossen, mehr vom Leben zu erfahren, um mehr vom Nichts zu ergründen. Inwiefern? Ihr stählt euren Körper, um härter zu schlagen und mehr einstecken zu können. Die Muskeln sind nur ein angenehmer Nebeneffekt. Ihr habt einen Weg eingeschlagen, dessen Mühsal ihr nicht scheut, weil er euch an ein erbauliches Ziel führt. Genau wie ich. Ihr habt gesagt, ihr werdet an viele verschiedene Orte gereist. Die Welt oder die Erinnerung an sie wird im Nichts reflektiert. Träumt in alten Ruinen und ihr seht vielleicht eine Stadt, die längst versunken ist. Einige meiner schönsten Erinnerungen fand ich in verfallenen Städten, die schon lange keinen Schatzsucher mehr anlockten. Am besten sind die Schlachtfelder. Dort drücken die Geister so vehement gegen den Schleier, dass ihr ihn mühelos durchschreiten könnt. Denkt ihr dabei an ein bestimmtes Schlachtfeld? Ich träumte in Ostagar, war Zeuge der Brutalität der dunklen Brut und des Heldenmuts der Fereldischen Krieger. Ich sah, wie Alistair und die Heldin von Ferelden das Signalfeuer entzündeten. Und Loghains ruchlosen Verrat an Kaelins Truppen. Ich kenne die Geschichten. Es wäre interessant zu hören, wie es tatsächlich war. Genau darum geht es. Im Nichts sehe ich Reflexionen erschaffen von Geistern, die auf die Gefühle der Krieger reagieren. In einem Moment sehe ich heroische Wächter, die das Feuer entzünden und einen machthungrigen Unhold, der mit höhnischem Grinsen König Kaelin verrät. Dann sehe ich plötzlich eine geschlagene Armee. Und einen kampferprobten Kommandeur, der sich weigert, noch mehr Soldaten sinnlos zu opfern. Und ihr könnt nicht sagen, was real ist? Es ist das Nichts. Sie sind alle real. Habt ihr eure Studien immer alleine betrieben? Ganz und gar nicht. Ich pflege viele langjährige Freundschaften. Mit Geistern der Weisheit zum Beispiel. Sie sind besessen von altem Wissen und freudig bereit, alles, was sie gesehen haben, weiterzugeben. Auch Geister der Zweckmäßigkeit halfen mir. Selbst Irrlichter, neugierig und verspielt, wie sie sind, wiesen mich zu Schätzen, die ich übersehen hatte. Ich kenne keine Geister dieses Namens. Sie kommen nur selten in diese Welt. Und wenn sie es tun, überlebt ihr Wesen nur selten die Entblößung vor den Leuten, auf die sie treffen. Weisheit und Zweckmäßigkeit verkommen allzu leicht zu Stolz und Wollust. Soll das heißen, ihr habt euch mit Dämonen des Stolzes und der Wollust angefreundet? Für mich waren sie keine Dämonen. Was meint ihr damit? Das Nichts reflektiert die Gedanken der Lebenden. Erwartet ihr von einem Geist der Weisheit, dass er ein Dämon des Stolzes ist, dann passt er sich an. Und wenn euer Geist frei von verderblichen Einflüssen ist, wenn ihr die Natur des Geistes versteht, dann können sie echte Freunde sein. Ich bin beeindruckt, dass man sich mit Geistern anfreunden kann. Jeder, der zu träumen vermag, hat das Potenzial dazu. Aber nur wenige versuchen es. Meine Freunde waren in guten wie in schlechten Zeiten bei mir. Weil sie jedoch keine Form haben, wie wir sie kennen, sind Geister in den Augen der Kirche keine Personen. Wird Cassandra durch ihre Wangenknochen oder durch ihren Glauben definiert? Oder Varric, definiert ihn sein Brusthaar oder sein Verstand? So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Aber ich verstehe, was ihr meint. Ich danke euch. Nur wenige sind bereit, einen solchen Gedanken in Erwägung zu ziehen. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Also, hier ist ja gerade eine wilde Diskussion ausgebrochen. Ja, ich habe ein ganz großes Faible für Elfen. Ich mag Zwerge aber auch sehr gerne. Aber da Solas mein Lieblingscharakter in diesem Spiel ist, zeigt das ja, dass ich mehr den Elfen verfallen bilden als den Zwergen. Also, vielleicht ändert sich ja irgendwann mal meine Meinung. Aber solange es Solas gibt, wird sich diese Meinung nie ändern. Er ist so eine faszinierende Persönlichkeit. Ich finde dieses Gespräch auch total wirklich interessant. Und ich mache es, ich habe das Spiel ja schon so oft gespielt und ich habe aber immer noch gerne diese Gesprächsoption mit Solas, weil da steckt sehr viel dahinter, worüber man nachdenken kann, was man hinterfragen kann. Ist schon faszinierend.
Ja, es ist halt ein bisschen, er ist sehr anders. Er ist auch ein bisschen schwieriger als Person, aber ich finde ihn total faszinierend. Aber also, da ich ja sowieso ein Mensch Es bin, kann doch nicht sein, der dass du dein Leben für den gequält Erbauer wird von wegwirfst. Ich Widersprüchen, meine, sieh dir die Kirche doch mal an. zum einen mag ich Das tue ich. diese Mutter Giselle opfert sich auf, leicht ohne etwas dafür zu verlangen. weltfremden Wie kann ich Elfen, von Mutter Giselle? die wirklich, so wie Solas, komplett in ihrer eigenen Welt gefangen sind. Und zum anderen finde ich ganz pragmatische Typen wie den Bullen oder Varric total anziehend. Also, ist schwierig bei mir. So, jetzt sprechen wir Seines mit der Kind ist Sarah. ein Segen für seine Eltern. Ich habe gehört, ihr Ebenso. seid hinter dem Lordsucher her. Schlimm genug, wenn jemand denkt, dass er einen Lord vor seinem Namen braucht. Ich wette, von dem Burschen gibt's ein Gemälde, das größer ist als er selbst. Daran erkennt man einen Vollarsch. Ist immer so. Erzählt mir von euch. Ach, ihr seid an mir interessiert? Ihr seid ziemlich geschickt. Wer hat euch das Bogenschießen beigebracht? Niemand. Das könnt ihr mir nicht weismachen. Was denn? Ich habe hier und da was aufgeschnappt. Das meiste davon versteht sich von selbst. Findet ihr nicht? Für gewöhnlich erfordert das Ganze beträchtliche Disziplin. Demgemäß meine Frage. Demgemäß? Hör zu, ich arbeite daran. Ich übe. Ein wenig. Nicht wie Cullen und seine Schoßhunde. Ich meine, mal schießt man daneben, mal trifft man. Ist es so schwer zu erkennen, was davon falsch ist? Ist das bei allen Elfen so? Die meisten, die ich kenne, finden einen Pfeil nicht mal, wenn sie darauf sitzen. Egal, vielleicht lasse ich es ja auch nur einfach aussehen, wenn ich von Stümpern umgeben bin. Jedenfalls hatte ich keinen Lehrer. Wo hätte ich in den Gassen auch einen finden sollen? Pff. Wie wär's mit den Grundlagen? Woher stammt ihr? Ferelden? Das hört man an eurem Akzent. Von wo aus Ferelden? Von überall? Also schön. Ich war in Dannerim, im Süden, im Norden, worauf ich gerade Lust hatte. Oh, ihr seid aus überall. Ich komme aus Nordüberall. Was? Nordüberall? Mann, hatten wir einen Spaß auf den Straßen und in den Tavernen dort. Oh. Hahaha, rasenkomisch. Es ist kompliziert. Und ich mag es nicht kompliziert. Dabei sollten wir es belassen, denke ich. Ihr seid anders als die meisten Elfen, denen ich bisher begegnet bin. Tausend Dank. Oder war das eine Beleidigung? Ich könnte natürlich auch barfuß rumlaufen und mehr jammern. So wie dieser Solus. Wir werden nie wieder so gut sein, wie wir einst waren. Wen meint der Kerl mit wir? Ich bin mit mir ganz zufrieden. Ich denke, es steckt mehr dahinter. Ein paar tausend Jahre mehr. Hey, wenn sich jemand wegen alter Schulden grämen will von mir aus, soll er ein Schrecken sein, der keinen Feind vergessen lässt. Aber die Vergangenheit auszugraben, um sich darin zu suhlen, das ist krank. Mal ehrlich, die Dalish wissen doch gar nicht, wie es wirklich war. Sie haben Legenden, aber das war's auch schon. Alles nur schöne Worte, aber nicht Geschichte. Wir unterhalten uns später. Wenn ihr meint. So, wir werden dann einmal noch zur Lyanna gehen, zu Vivienne und zu Josie und dann haben wir alle Begleiter endlich abgeklappert. Der Erbauer sei mit euch. Farias Tod hat so viele Fragen aufgeworfen. Dachte er etwa, wir würden es nicht bemerken? Er hat Faria ermordet. Einen meiner besten Spione. Und er weiß, wo die anderen sind. Ihr wisst, was zu tun ist. Erledigt es sauber. Schmerzlos, wenn ihr könnt. Wir waren einst Freunde. Es wird erledigt. Es tut mir leid, dass ihr das miterleben musstet. Aber vertraut mir. Alles, was ich tue, dient dem Schutz unserer Interessen. Nun denn, ich hoffe, ihr seid glücklich. Auf mich wartet noch Arbeit.
Oh, Liliana, was machst du denn? Glitscht hier rum. Wir erhalten weiterhin Berichte über Risse im Nichts und Dämonen. Die Leute sind in Angst und es wird immer schlimmer. Alles, was ihnen bleibt, ist die Hoffnung, dass es da draußen jemanden gibt, der sie retten kann. Ihr müsst dieser jemand sein. Kein anderer hat auch nur die geringste Macht über die Risse. Verschließt sie. Eure Legende wird sich verbreiten und Thedas wird erfahren, dass man der Inquisition vertrauen kann. Warum wollt ihr, dass ich die aufständischen Magier aufsuche? Was kümmern sie euch? Ich kannte einige Magier. Manche von ihnen waren bessere Menschen als ich. Und doch bin ich frei, während sie es nicht sind. Das ist nicht richtig. Ihr scheint ziemlich viele Leute zu kennen. Ich habe mir Freunde und hin und wieder auch Feinde gemacht. Das ist unvermeidlich. Das kommt aus der Dragon Age Keep. Das werden wir einmal anklicken. Ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit mit der Wächterin, die Verderbnis beendet hat, nicht wahr? Ich hatte das Privileg, sie eine Freundin zu nennen, bevor sie starb. Anschließend erschien mir die Welt deutlich trostloser. Das tut sie noch. Ihr scheint Josephine ziemlich gut zu kennen. Ich habe sie schon vor langer Zeit kennengelernt, aber gute Freundinnen sind wir erst Jahre später geworden. Nach der Verderbnis, um genau zu sein. Ich war gerade nach Val Royeau zurückgekehrt, als sie einen Diplomatenball ausrichtete, um mich wieder willkommen zu heißen. Ihr müsst wissen, sie war damals die Botschafterin an Tivas. Der Ball war... Nun, es ging so. Zu viele Politiker. Um Mitternacht haben Josie und ich ihn dann verlassen, um uns eine richtige Feier zu suchen. Und seitdem sind wir Freundinnen. Was versteht ihr unter einer richtigen Feier? Eine richtige Feier ist es dann, wenn jemandes Unterkleider an eine Anschlagtafel der Kirche genagelt wurden. Und mehr werde ich darüber nicht sagen. Wir können diese Unterhaltung später fortsetzen. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Also Liliana ist immer noch sehr gottesfürchtig. Aber sie hat sich ein wenig verändert, beziehungsweise auch in Origins wird ja ein bisschen von ihrer Vorgeschichte erzählt. Und sie war schließlich ja Bardin. Und da hat sie ja halt diesen Killer, sag ich mal, schon gehabt. Sie ist aber bei weitem nicht mehr so naiv wie in Origins. Ja. So, das machen wir einmal, da kriegen wir wieder eine Quest. Kann ich irgendetwas tun, um euch bei der Wiederherstellung des Zirkels zu helfen? Nach dem Fall des Zirkels wurden seine Bibliotheken geplündert. 1000 Jahre archiviertes Wissen in den Händen von Banditen. Allein der Gedanke daran macht mich krank. Allerdings ist mir zu Ohren gekommen, dass einige Bücher gefunden wurden. Für den Fall, dass ihr dieses Unrecht korrigieren wollt. Ich kümmere mich für euch darum. Wenn ihr euch der Sache annehmen könntet, stünde der Zirkel tief in eurer Schuld. So, mit ihr sprechen wir aber noch mal kurz. Ich würde gern mehr über euch erfahren, Madame Vivienne. Was wollt ihr denn wissen, meine Liebe? Euer Akzent klingt nicht orlesianisch. Wo genau kommt ihr her? Ich komme vom Zirkel, meine Liebe. Da spielt das Herkunftsland keine Rolle. Aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ich wurde in Wycombe in den Freien Marschen geboren. Ich wurde ursprünglich zum Zirkel von Ostwick geschickt. Wechselte aber noch in meiner Lehrzeit nach Mont-Simard. Ich frage mich, wie ein Magier des Zirkels am Hof enden kann. Niemand endet am Hof, meine Liebe. Es ist einige Anstrengung nötig, um so weit zu kommen. Ich fiel Herzog Bastien de Gislin ins Auge. Eine überaus vorteilhafte Verbindung, die mir viele Türen öffnete. Als es galt, die Position des Verzauberers am kaiserlichen Hof neu zu besetzen, war ich zur Stelle. Ihr seid mit dem Herzog de Gislin verheiratet? Natürlich nicht, meine Liebe. Macht euch nicht lächerlich. Heirat bedeutet Eheschwüre und ewige Treue. Ich bin Bastiens Mätresse. Und was sagt die Herzogin de Gislin zu diesem Arrangement? Wir kamen gut miteinander aus. Herzogin Nicoline und ich, wir luden zu Musiksalons ein. Sie war eine große Förderin der Künste.
Die Ärmste wurde vor einigen Jahren von einem Fieber dahingerafft. Welche Aufgaben hat ein Hofverzauberer? Meine Aufgabe ist es, die Kaiserin in arkanen Angelegenheiten zu beraten. Die meisten meiner Vorgänger hatten sich auf Taschenspielertricks und das Entzünden von Lampen beschränkt. In schweren Zeiten wie diesen berate ich Ihre Majestät jedoch in allen politischen Fragen im Zusammenhang mit der Magierrevolte. So, dann haben wir Vivienne auch ein bisschen besser kennengelernt. Und werden jetzt noch mit Josie sprechen. Forscherin Minet wünscht eine wohlfeile Geister zu untersuchen. Na, Josie, willst du heute nicht mit uns sprechen? Dann geben wir erstmal alles ab. Seid gegrüßt. Wie habt ihr und Leliane euch kennengelernt? Wir haben uns in Orlais in ähnlichen Kreisen bewegt. Ich glaube, wirklich getroffen haben wir uns das erste Mal in Val Royo. Leliane hat das Spiel damals ausgesprochen gut beherrscht. Was genau meint ihr, wenn ihr das Spiel sagt? Ach, bitte verzeiht. Das Spiel bezeichnet die langsamen Duelle um Einfluss, die die Adligen und Mächtigen in Orlais untereinander ausfechten. Der Name ist ein wenig fröhlich für das, was er bezeichnet. Aber die Orlesianer mögen es nun mal, den Dingen einen spielerischen Anschein zu geben. Was habt ihr gemacht, bevor ihr hierher gekommen seid? Ich hatte die große Ehre, der Krone von Antiva als Botschafterin in Orlais zu dienen. Außerdem stehe ich in der Erbfolge des Hauses Montillier an erster Stelle, auch wenn meine Geschwister unsere Handelsgeschäfte leiten. Wie sehr fühlt ihr euch euren früheren Dienstherren verpflichtet? Ich hätte meine Stellung nie aufgegeben, wenn ich nicht die Absicht hätte, mich voll und ganz in den Dienst der Inquisition zu stellen. Wir können nicht in alte Grenzverhältnisse zurückfallen. Die Rebellionen bedrohen Antiva ebenso sehr wie jedes andere Land. Wenn überhaupt, dann könnten die Bündnisse, die ich damals geschmiedet habe, unserem derzeitigen Ziel dienlich sein. Denkt ihr, die Inquisition wird weiterhin bestehen, nachdem wir die Bresche geschlossen haben? Wenn wir uns beweisen, indem wir die Bresche schließen, könnten sich die Leute auch mit anderen Anliegen an uns wenden. Schutz, Rat, Gerechtigkeit. All das hat die Inquisition einst jenen geboten, die dessen bedurften. Welche Geschäfte betreiben die Montilliers genau? Angefangen haben wir als Händler. Meine Vorfahren haben die ersten Handelsrouten nach Rivain etabliert. Wir haben einst ganze Flotten über das Wache Meer entsandt. Aber heute nicht mehr? Ach, nein. Unsere Schiffe sind dieser Tage ein klein wenig bescheidener. Was denkt ihr? War es tatsächlich Andraste, die mich im Tempel der Heiligen Asche gerettet hat? Ich würde es wirklich gerne glauben, Euer Gnaden. Andraste hat ihre Wunder vor so langer Zeit gewirkt, dass es schwer ist, sie sich vorzustellen. Sollte wirklich sie euch im Nichts gerettet haben? Wie auch immer. Es gibt jedenfalls viele, die bereits daran glauben, dass ihr im Lichte des Erbauers wandelt. Auf ein andermal. Gebt auf euch Acht. So, wir haben mit allen Begleitern, die wir haben, gesprochen. Das heißt, ich werde mich jetzt ums Inventar und um die Stufenaufstiege kümmern. Also, falls ihr das euch nicht mehr angucken wollt, dürft ihr jetzt gerne abschalten. Ich wünsche denen, die uns jetzt hier verlassen, einen wunderschönen Restabend noch. Vielleicht sehen wir uns ja morgen im Stream wieder. Und ansonsten wünsche ich schöne Ostertage. Es gab kein Wort für Ort, für Himmel. Da hat sich das Spiel ein bisschen aufgehangen. So, dann machen wir mal weiter. Guten Tag. Also wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen die Begleiter alle kennengelernt. Ihr könnt ja mal sagen, wen ihr am interessantesten findet. Meine Meinung kennt ihr ja schon zu Genüge. Aber ich kenne eure ja natürlich nicht. So, wir fangen einmal schnell an mit den Stufenausstiegen.
So, Cassandra hat einen Punkt. Da muss ich mal gucken, was der Vorreiterbaum sagt. Max, ja, ich denke, ich werde nachher in den Discord einmal kommen. Wenn ich dann noch reden mag. Ich habe fast den ganzen Tag gesabbelt, aber ja, ich werde mich blicken lassen. Huch. So, ich will einmal darunter. Ich werde einmal den lodernden Zorn skillen. Je mehr Gegner in deiner Nähe sind, desto härter und erbitterer kämpfst du. Ist ganz gut als Tank. Die Loha mag die Sarah. Die ist auch ein toller Charakter. Oh, warum bin ich denn rausgegangen? So. Die Sarah hat auch einen Punkt. Was sagt der Bogen? Okay. Ich werde ihr auf jeden Fall die vergifteten Fallen beibringen, weil hatte ich fast gerade gesagt. Das sorgt nochmal für Zusatzschaden. Blackwall. Der kriegt auf jeden Fall hoher Preis. Das ist jeder Gegner, der angegriffen wird, also der Blackwall angreift, erleidet den Schaden, den er austeilt. Ein Teil des Schadens, den er austeilt. Hier habe ich ja gesagt, dass die Geistbäume für mich fertig ausgeskillt sind. Vivienne hat schon den Blitz, also kriegt sie jetzt als nächstes das Blitzfeuer. Karin, ich werde jetzt noch ein bisschen die Begleiter skillen, alles ausrüsten, ein bisschen schmieden. Das ist für alle, die das nicht sehen wollen, können abschalten und wenn es dich interessiert, kannst du noch gerne dranbleiben. So, der gute Solas kriegt das Energiespeerfeuer. Bulle, ja, der dritte Magier, der noch kommen wird, der ist auch genial. Und Sarah. Ja, also Solka, das trifft auch so meinen Geschmack, wobei an allererster Stelle mit ganz viel Abstand Sola steht. Ja, ich mag so die pragmatischen Charaktere wie Varric und Bulle auch sehr, sehr gerne. Ich habe einfach solche Menschen gerne um mich herum. Du darfst gern weiter schleimen, Karin. so. Wir werden Schmerz der anderen. Einmal skillen, eine Passive. So, und der liebe Bulle, was hast du denn schon alles? Was bekommst du denn noch? Du bekommst auch diese passive Fähigkeit. So, jetzt haben wir alle Charaktere durchgeskillt und gehen jetzt einmal ins Inventar. Es könnte sein, dass ich ab und zu mal nichts sage, weil ich leise denke. So, das Räuberkriegsbeil, das kriegt Blackwall. Warte mal, 56. Nein, das kriegt Blackwall gar nicht. Ich muss nochmal zu Cassandra gehen. Nee, das Räuberkriegsbeil geht zu den Wertgegenständen. Das auch. Und der Handhammer auch. So, Großschwert der Avar. Können wir das überhaupt schon ausrüsten? Warte, ich muss erstmal auf. Stufe 9. Wir sind noch nicht Stufe 9. Ja, wir könnten eine Kunari-Streitaxt nehmen, die einen Punkt stärker ist. Das bringt aber nicht viel, aber wir können mal gucken, was der Bulle hat. Die Schneide des Bullen, die ist auch ziemlich gut, deswegen lassen wir ihm die. So. Ja, ist in Ordnung. Also das ist wirklich hier nur Inventar sortieren. Das ist nicht wirklich spannend. Also da bin ich euch nicht böse, wenn ihr alle abschaltet.
So, was hat sie? Sie hat Lovias Zorn. Auf Barriereschaden. Den werde ich ausrüsten und noch ein bisschen aufmöbeln. Und was hat Solas? Der hat auch Lovias Zorn. Durch den kleinen Bug haben wir den ja natürlich doppelt. Einen werde ich jetzt wegtun. Und die anderen Stäbe packe ich auch mal weg. Die sind mir ein bisschen zu schwach. So, Dolche können wir alle noch wegnehmen. Das dauert noch ein bisschen, bis wir noch einen Dolchschurken bekommen. Aber für die Sarah haben wir wahrscheinlich jetzt einen Bogen. Kann sie den ausrüsten? Ja. Und was ist der für... Der ist nicht so gut. Dann kriegt sie den Schattenjägerbogen. Und alle anderen kommen weg. Oh Gott. Vivien. Ja, wahrscheinlich liegt's am Namen. So, und wir haben noch Schilde. So, die Schilde sind nicht so toll. Die kommen alle weg. So. Waffen sind alle ausgerüstet. Weiter geht's mit der Rüstung. So, Helm der freien Marschen. Das sieht so schlimm aus, dieser kleine Kopf mit diesem riesigen Helm. Aber okay. Sarah kriegt dann die Elfenkapuze. Blackwall die Abenteurerhaube. Der Bulle kriegt das Vitar. So, wir haben eine Schülerrüstung gefunden. Dann gehen wir mal zu unseren Magiern. Und Solas kriegt die auf jeden Fall. Oh, stalk die mal und erzähl's mir. So, was hast du denn an? Ach, den Katerharnisch, den kriegst du sofort an. Den können wir auch noch gar nicht ausrüsten, die Jägerrüstung. So, dann suchen wir nochmal die Sarah. 83, 84. Ja, dann kriegt die Sarah jetzt wieder eine ordentliche Rüstung an. So, was haben wir eigentlich für einen Wert? Ach Quatsch. Jetzt bin ich zu weit gegangen. 93. Wir werden wieder eine normale, wobei, na noch reicht die. Dann kriegt Cassandra auf jeden Fall eine. Und der Bulle, der hat nämlich noch gar nichts. So, die kommen alle weg. So, das Amulett der Macht geht einmal an Varric. Nahkampfverteidigung ist ja was für Tanks. So, den Sprengfeuergürtel brauchen wir nicht. So, und ich muss einmal kurz pausieren. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mich einmal für kleine Mädchen.
So, da bin ich wieder. Dann kann es weitergehen. Blackwalls Rüstung sieht seltsam aus. Ja, das war die pinke Rüstung. Oder das ist die pinke Rüstung. Jetzt ist Blackwall noch nicht ganz pinky, aber er ist auf dem besten Weg dahin, wieder pinky zu werden. Sie arbeitet in einer Firma, die sie... Aha. Sehr interessant. Sie hat mich letztens mal angeschrieben, dass ich ihr was erklären soll. So, wirbelnden Ansturm, haben wir den schon? Ich glaube schon. Dann kriegt er den jetzt einfach erstmal. Ist sowieso egal. Eiswalz. Ne, den können wir nicht gebrauchen. Den können wir auch nicht gebrauchen. Und Wurfmesser auch noch nicht. Dann bleibt ja nur für... Ach komm, geben wir uns den Ring der Rüstungsdurchdringung. Zeichen des Leitwolfs möchte ich gerne Cassandra geben. Und die Amulette der Geschicklichkeit und Klugheit gebe ich den beiden Schurken. Das ist einfach, damit deren Angriffe verbessert werden. So, das haben wir jetzt alles. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwelche Waffenmodifikationen runternehmen kann. Hier war nichts drauf, dann kann ich jetzt erstmal verkaufen gehen. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwelche Waffen modifizieren können. Plus 2 Stärke ist immer gut. Was haben wir denn da für verschiedene Griffe? 9 Klugheit, 4 Geschicklichkeit. Ah, da lassen wir die Klugheit drauf. Da haben wir nichts. Da können wir noch einmal gucken, was wir für Griffe haben. Na, 2 Magie lassen wir mal drauf. Haben wir dann eine Stabklinge? Oh. Sieht gut aus. Einmal verklickt. So, bei Vivienne waren wir. Dann gehen wir zu Solus. Nee, da können wir nichts mehr machen. Varric, Bianca, da können wir gleich mal für ihn eine... wir haben ja einen Plan gefunden für eine Verbesserung. Falls ihr was braucht, lasst es mich wissen. Ja, das wäre schon cool. Für eine Klausur, denn einmal klüger zu sein, das hilft doch meistens schon. Manchmal. Bei mir würde es helfen, wenn ich nicht so aufgeregt wäre bei einer Klausur. Dann würde ich schon viel mehr erreichen können. Dann werden jetzt einmal für Varric den Bianca-Bogen bauen. Ich glaube, hier ändert sich nichts. Ja, wir haben nur Stufe 1 Materialien. Nehmen wir das Eisen, davon haben wir am meisten.
Bei Flankenangriffen. Oder Crit-Schaden. Nehmen wir den kritischen Schaden. Dann packen wir den noch auf Bianca rauf. Oh, da bin ich an Varric vorbei. Sehr schön. So, dann werde ich eine Sache jetzt kaufen gehen. Wir haben ja genug Geld. Dann möbeln wir ein bisschen Bianca auf. Huch. So, lass mich hier hin. Ich will hier hin. Mutter Gisette. Die Aufwertung. Einmal das Zielmodul kaufen. Und einen haltbaren Griff. Der Erbauer wacht über uns. Sichere Reisen. So, damit ist das dürfte euch gute Dienste leisten. Ach schön, Sokka, der ist echt gut. So, damit sind wir hier fertig. Ich bedanke mich für eure echt rege Beteiligung im Chat. Dass wir den Stream euch angeguckt habt, war ja heute doch ein bisschen länger und ich war am Anfang ziemlich neben der Spur. Und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Freitagabend. Vielleicht höre ich ja ein paar von euch im Discord nachher. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Stream wieder, der morgen um die Mittagszeit sein wird. Vielen lieben Dank. Bis morgen. Tschüss.